schön, euch heute hier sehen zu dürfen bei einem epischen Cyberpunk Let's Play, Gameplay, nennt es wie ihr wollt. Und natürlich spielen wir wie immer, das Allerwichtigste, auch für mich, auf schwer. Ups. Und genau. Also, Lebensweg, ein Nomade, ein Streetkid oder Konzerner? Ach, du heiliges Blechle. Also, mir gefällt natürlich Nomade sehr. Ich finde auch einen Konzerner richtig edel. Aber, da ich jetzt diese geile Jacke anhabe, beschränkt es jetzt auch mein Outfit und mein Aussehen? Ist das jetzt eventuell problematisch? Und für mein Aussehen? Oder nicht? Oder wie sieht es aus? Also alle sagen Street Kid. Du bist durch die Badlands gezogen, hast Schrottplätze und Treibstoffdepots geplündert. Das Leben außer der Stadt ist kein einfaches, aber es hat auch Vorteile, einem Nomadenclan anzugehören. Ehrlichkeit, Vertrauen und freiheitsliebende Werte, die man in Night City selten findet. Buh! Es heißt, wer die Straßen von Night City verstehen will, muss in ihnen leben. Du bist mit Gangs, Fixern, Puppen und Dealern aufgewachsen. Das Gesetz des Dschungels verlangt, dass die Schwachen den Starken dienen. Das einzige Gesetz, das du in Night City noch nicht gehorcht hast. Aus der Konzernwelt kommen nur wenige Lebende wieder heraus. Nur noch weniger behalten dabei ihre Seele. Du warst mittendrin, hast Gesetze umgangen, Geheimnisse ausgenutzt und Informationen als Waffe eingesetzt. Fairness gibt es nicht, nur Gewinner und Verlierer. Habe ich Drogen und Nutten gehört? Ich nehme Street Kid. Ich muss mal kurz meinen Titel umändern. So, Kadetten. Wir werden jetzt dieses epische Spiel umbenennen in Cyberpunk. Dankeschön an ReFox für 100 Bits. Danke an Fluffy Puffy für einen Stufe 1 Sub seit 5 Monaten. Hallo. Und danke Denise seit 8 Monaten dabei. Sagt Juhu! Dankeschön, meine lieben Kadetten. So, Cyberpunk 2077. Willkommen in der Zukunft, Guys. Wir nehmen Street Kid, Mann. Jawohl. So. Was nehme ich? Ich nehme eine Frau. So, ich habe immer den Struggle, wenn ich so jemanden erstelle. Mache ich es richtig beschissen oder mache ich es richtig geil? Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Dankeschön an Boss für dein Prime. Danke an ReFox. Geil, kann man jemanden richtig hässlich machen? Richtig geil. Okay, ihr sagt also, das Knusche-Volk hat sich entschieden, dass ich es richtig geil mache. Und deswegen mache ich es richtig geil. Stimmlage. Ich bin W. Ich bin W. Ich bin W. Ich bin W. Okay, Hautfarbe. Ich würde sagen, ein knackiges, gesundes Braun. Oh Gott, gibt's da viele Hautfarben. Das ist ja fürchterlich. Okay, ich würde sagen, wir nehmen so ein knackiges Braun. Hauttyp. Habe ich den nicht gerade schon gewählt? Kann ich sie auch drehen? Ah, hier, so. Okay. Hauttyp, Sommersprossis, keine Sommersprossis, viele Sommersprossis, keine Ahnung, machen wir mal porenfrei, Photoshop-Haut. Die Frisur ist auch sehr wichtig und entscheidend. Ach, Herr Jemini. Haben die auch lange Haare? Ich stehe auf lange Haare. Mach eine geile Bitch. I'm a bitch, I'm a boss, I'm a bitch in a boss in a shine light loss, I'm a bitch, I'm a boss. Okay, Frisuren. Ich finde eigentlich die ganz fesch. Aber irgendwie haut die mich nicht um. Was gibt es denn noch so alles? Gibt es hier nicht irgendwo auch eine Übersicht? Eine Übersicht wäre nicht schlecht. Ich kann mich nicht wirklich entscheiden. Die sind alle scheiße. Nein, Spaß. Also alles nichts, was ich so... Ja. Das ist auch okay. Muss weiterschalten. Oh, viele will noch selber zocken. Nee! Nein, Leute, ich verstehe, wenn viele keinen Cyberpunk schauen wollen, weil sie selber noch zocken werden. Ich werde mir euren Namen notieren und euch handeln. Nein, Spaß, es ist absolut in Ordnung. Wenn ihr nicht da sein wollt, ist das okay. Ich tendiere fast dazu, sowas zu tun. Ich tendiere fast dazu, sowas Abartiges zu machen. Der Sims-Spieler kommt durch. Ich kann mich nicht halten. Es kommt über mich. Bestätigen. Ich kann nicht. Da
Dankeschön an Maisky für den Prime. Nein, okay, die Community möchte... Ich bin echt entsetzt, dass ihr heute nicht wollt, wirklich nicht wollt, dass ich Scheiße spiele. Was ist denn los mit euch? Seid ihr mit einem falschen Hufi aufgestanden oder was? Seit wann wollt ihr denn, dass ich es schön mache? Das ist ja ganz... Das ist ja total unerwartet. Ich verstehe euch nicht. Das nehmen wir jetzt. Also, was ist denn los mit euch? Okay, komm, wir machen was Schönes. Wenn ihr das so ausdrücklich sagt, dann machen wir was Cooles. Ich nehme jetzt einfach die. Wir machen noch eine andere Haarfarbe rein. Was gibt's denn da alles so Feines? Jo, jo. Obwohl die Frisur... Ich bin da halt schon pingelig, ne? Das muss dann schon so First Class sein, so alles. Okay. Die Community ist heute sehr, sehr, sehr mit dem falschen Huf hier aufgestanden, sage ich mal. Einfach nur Zopf finde ich langweilig. Es muss ja schon was Fesches sein. Wir sind ja schon in so einer abgefuckten Cyberwelt. Überzeugt mich alles auch irgendwie nicht so. Was ist mit der? Ist die nicht fesch? No? Yay? Vielleicht? Die erste? Oder ist es euch zu uncool? Ich bin mir nicht sicher. Zwei Zöpfe. Ich gucke noch mal einmal durch, ja? Das muss jetzt wohl ausgewählt sein hier. Das überzeugt mich nicht. Das sieht nämlich aus wie Tina Turner. Eigentlich ist die auch geil. Komm, wir machen die. Dann haben wir halt so einen Fashion-Zopf. Sieht ja auch irgendwie fresh aus. Dankeschön an Philipp für 1000 Bits. Danke an Melinski für ein Prime. Danke an ReelFox für 100 Bits. Und danke an Boss für ein Prime. Okay, wir nehmen das. Haarfarbe. Was gibt's denn so? Das ist auch nett. Das ist so ein bisschen blau, dunkelblau. Das sieht schon cool aus. Ich würde schon sagen, was mit Farbe, weil im echten Leben trage ich auch normales Hellbraun. Das ist öde. In der Cyberpunk-Welt wollen wir stylische Haare haben. Boah, gibt's da viel Auswahl. Das ist ja unfassbar. Hier, als Schmerzmittel. Ich sehe ja komplett anders aus. Wir brauchen eine Nase oder Shot trinken. Hä? Ich sehe ja komplett anders aus. Kurzer Schmerz, dann ist alles okay. Tu's einfach, Ju. Okay. Wieso jetzt muss ich jetzt noch gebrochene Nase wählen? Ach so. Dieser Hurensohn. Alles in Ordnung, Hermana? So ein Bastard wollte mich überfallen. Hab's verhindert. Was? Jemand von hier? Würde jemand von hier auf so eine Scheißidee kommen, Pepe? Hör zu, wie. Ich hab ein Problem. Echt ernst diesmal. Hast du Ärger? Moment. So. Klingt, als hättest du Ärger. Brauchst du Hilfe? Ah, ich wusste, auf dich ist Verlass. Weißt du, ich hab Schulden bei Kirk. Mann, der bricht mir die Beine, wenn ich nicht bis morgen zahle. Und der Mann, das tot ernst. Du arbeitest mit Kirk? Jede Sau in Haywood weiß, dass das dein verdammter Halt... So, ich will ihn nur mal ganz kurz... Okay, ich bin nicht mehr nackt. Keine lizenzfreie Musik mehr. Und die Musik gefällt mir sehr gut. So. Okay, Kadetten. Oh, hallo. Oh, hallo. Ich muss immer alles anschauen, das geht hier so. Oh, wie Hunger ich jetzt auf Spießchen hätte. Okay, hier gibt's was für mich, was ganz Feines. Und da würde ich auch direkt mal, wenn ich schon hier bin, ein bisschen... Die Musik ein bisschen leiser stellen. Ach, Herr Jemini, wie man immer alles einstellen muss. Sound. Musiklautstärke. Ich weiß, die Musik ist geil, aber jetzt nicht. Ein bisschen leiser. Dialog ist auch in Ordnung. Soundeffekte sind auch in Ordnung. So. Hey, was geht, Homie? Hey, Kirk. Können wir reden? Wie? Lang nicht gesehen. Ich heiße Wie? Wie von Devil May Cry? Der Wie? Dankeschön, Xanta. Dankeschön an Dennis für 2 Monate. Ganz viel Liebe an alle. Dankeschön, Mr. MKP, für ein Prime. Vielen, vielen Dank. Und danke an Miziken für 2 Monate für dein Prime. Das macht mich nervös. Ja, ich setz mich ja schon hin. Hör zu, Pepe hat mich geschickt. Wieso? Zu feige, die Eddie selbst zu bringen? Sag ihm, ich beiße nicht. Ah, okay, Willy, dankeschön.
Musik ganz aus. Es gibt ein Lied, das in dem Urhebertitel geschützt sind und trotzdem im Schutzmodus drin sind. Okay. Eins oder alle? Mal ein Auge zu, ja. Er zahlt schon noch. Er braucht nur etwas Zeit. Sehe ich aus, als ob ich hier einen Wohltätigkeitsverein schmeiße? Der inhaliert seinen Burger richtig. Zahlt man sie zurück. Mit Zinsen. Das ist verficktes Allgemein. Hey, nicht solche Ausdrücke. Soll ich etwa ein Auge zudrücken? Nur weil der Wichser nicht weiß, wie so ein Deal läuft? Der Fluch der mehr als ich. Nein, tu es, weil ich dich darum bitte. Du kennst mich. Ich bin Geschäftsmann. Ich muss wissen, was für mich dabei rausspringt. Bei mir eingefallen. Ich weiß, nichts ist umsonst. Ich schulde dir dann einen Gefallen. Natürlich, wie sollte es auch sonst sein? Verlockend. Ich hab da schon eine Idee. Oh nein. Er will einen geilen Van. Okay. Megakarre auf der Titelseite. Gibt davon nur 4 Stück in NC. Eine hat der Direktor von Rayfield. Ryan die zweite. Die dritte gehört einem Verleih. Und die vierte? Die wird meinem Klienten gehören. Natürlich erst, nachdem du sie für mich klaust. Ich klaue nicht. Und selbst wenn, würde Sohn Ku meine Fähigkeiten leider ein wenig übersteigen. Das Gute ist, als unberührte Autodiebjungfrau musst du dich um die Planung hier nicht kümmern. Hab alles schon geregelt. Ganz simpel. Du klaust mir den Rayfield? Und ich vergesse Pepes Schulden. Alles Gute, Colin. Ich gebe dir sogar was vom Gewinn, weil ich so korrekt bin. Mein Kumpel Rick arbeitet in der Parkgarage vom Embers, dem Club, wo unser Rayfield-Fahrer abhängt. Jeden Freitagabend. Ohne Ausnahme. Sobald du da bist, gehen die Kameras aus. Die sind sowas von kybernetisch. Danke, einfach. Lina, für dein Prime. Okay, wir klauen das Auto schon. Wem gehört das Auto? Ist mir egal, ich mach's. Wie soll ich das? Ja, ich mach's. Ein Generalschlüssel für alle Rayfields in der Stadt? Das glaubst du doch selbst nicht. In Kabuki verticken die Tech-Zauberer noch magischeren Scheiß als den. Vertrau mir mal. Ich kenne dich gerade mal seit 10 Sekunden. Ich kann dir nicht vertrauen. Gerät neben aufstehen, wehe, du verarsch mich. Ja, sind wir mal nett. Sind wir. Das freut mich. Wusste doch, du bist nicht dumm. Geh zum Embers im Glen. Rick wartet in der Garage auf dich. Yeah! Autofahren! Ich möchte ein bisschen die Gegend erkunden, ey. Ich habe diese Passage übrigens schon 4-mal gesehen und 1-mal komplett selber spielen dürfen. Insgesamt 1,5 Stunden. Deswegen wundert euch nicht, wenn ich teilweise weiß, wo ich hin muss. Weil danach eröffnet sich uns die Open World und da möchte ich hin, Leute. Da wird richtig geiler Shit passieren. So. Kriegt keinen Titelkampf. Blödsinn. Der Typ ist der Beste seiner Gewichtsklasse. Klar, hat Hernandez und Smith platt gemacht. Ach, schweres Teil. Aber Genos, hey, warum sehe ich weder scheiß Zitronen noch verfickte Limetten? Verfickte Limetten, das ist ja wie wenn ich sprechen würde. Oh, hallo. Was machst du denn hier so? Harte Nacht. Leider nicht. Harte Nacht? Ach, hör bloß auf. Krieg nicht mal die Miete zusammen und muss noch Schulgebühren für meine Göre zahlen. Kennen wir uns? Ich glaube, das wüsste ich. Wollte doch nur eine Kippe. Oh Mann. Boah, ganz schön hart, Mann. Du solltest vielleicht einfach mal Fotomodell werden. Das ist doch eine sehr entzückende Figur. So, es geht hier hinten ab. Oh, der kratzt sich gerade schön am Arsch. Sorry, dass ich sie dabei entdeckt habe. Was tut er da? Oh nein. Ach so, er schiebt sie sich in den Arsch. Er schiebt sich immer wieder dieselbe Dose in den Arsch. Außerdem hat er unfassbar kleine Füßchen. Guckt keiner. Oh, schnell in die Niere. Ach, das ist ein Nierenersatz. Interessant. Okay. So. Hier haben wir noch jemand. Kann ich dir irgendwie helfen? Du siehst nicht gesund aus, mein Freund. Okay, weiter geht's. Moin. Hallo an alle. Oh, wir geben ihm Geld. Hier. Ja, bedien dich. Ich wusste, du bist eine von den Guten. Danke. Ja, gerne doch, aber ich habe es dir einfach nur entgegengeschmissen, statt dir dein kleines Döschen zu werfen. Ich fühle mich schlecht. Naja, egal. Weiter geht's. Was gibt's... Der planetische Gott wird seine Kinder verschlingen. Das lassen wir mal so stehen.
an alle. Schön, dass ihr da seid. Hi, ich bin bereit für den Diebstahl. Wen haben wir denn hier? Mich. Wie? Ist eine Weile her. Ich bin nicht wie. Ich wusste nicht, dass du hier bist. Ich bin G. Bin vor ein paar Wochen zurückgekommen. Ich kam vor ein paar Wochen aus Atlanta zurück. Bist auf Hayward Art begrüßt worden, hm? Wie war's im Osten? Sag ich dir später. Ich habe gerade was zu erledigen. Ich finde, wir sollten jetzt reden. Kannst bei uns mitfahren. Oh, wie geil die Stadt aussieht. Oh, ich will da raus in die weite Ferne. In die Open World. Und euch da draußen alle wahllos verprügeln, verschlagen und eliminieren. Aber ich komme bald. Noch circa eine Stunde. Dann komme ich, Open World. Dann komme ich. Okay, lass uns mal in den Wagen gehen. Danke, Strawberry, für dein Prime seit 3 Monaten. Vielen Dank. Auf jeden Fall spiele ich wieder Phasmophobia, ja. Hi. Wohin soll's gehen? Zum Glen. Lasst mich am Ambers raus. Zum Dönerstand. Vordereingang? Ich hab Hunger. Rampe am Hintereingang. Ich zeige euch, wo ihr halten müsst. Du hast sie gehört, Marcus. Los, Marcus, fahr! Ich schau raus. Mir wird es immer schlecht, wenn ich nicht aus dem Auto schau. Wie läuft es für dich in NC? Gut beschäftigt? Ja. Ja, mache hier und da ein paar Jobs. Nichts Großes. Aber ich komm klar. Danke der Nachfrage. Och, wunderschön also, sieht es hier aus. Atlanta nicht ganz so wie erhofft. Hm? Bin eigentlich ohne Erwartungen hingegangen. Naja. Boah, sind da gehofft, viele Menschen draußen? Die kann ich alle vermöbeln. War's aber nicht. Vielleicht ist es am Ende besser so. Mein Merch kommt morgen, Freitag. Ich liebe Studentenfutter. Ich finde es auch ganz nice. Was hat denn der auf dem Kopf? Ja, sonst irgendwas? Die Stadt scheint nicht sehr sauber zu sein. Also ich dachte, über Stuttgart hat Feinstaubprobleme, aber ich glaube, die Stadt ist hier nochmal ein on top. Oh, ein Arsch. Diese Werbung. Scheiße. Was wollen die denn? Ach du Scheiße. Du wirst einfach so nebenbei mal bedroht. Was ist los? Was Geschäftliches. Bist du bewaffnet? Das ist natürlich sehr geil. Um 12 Uhr. Morgen 12 Uhr. Sebastian Ibarra. Hi. Muss mein Glückstag heute sein. Was willst du? Die Sache klären. Ein für alle Mal. Hab ein Angebot für dich, Papi. Hör mir genau zu. Er schaut ihn nicht mal an. Verpiss dich aus Vista. Ruf deine Jungs zurück von der Straße. Ich lass dir den Glen. Hand drauf. Keine schlaflosen Nächte mehr. Großzügig von mir, oder nicht? Weiß überhaupt, wer du sprichst? Verdammtes Wort. Walla! Halt dich da raus. Ich kenn dich nicht. Ich dich auch nicht. Heißt, dass du hier einen Scheiß bedeutest und noch weniger als das kannst. Dinge, die ich nie im echten Leben sagen würde. Sonst noch was? Ich glaube, unser Gespräch ist damit beendet. Ich glaube, der hasst mich gerade richtig. Vorsicht, Padre. Du weißt nie, wenn eine Knarre auf dich richtet. Du auch nicht, Missgeburt. Marcus, fahr. Einfach mal bellen. Oh, geil. What's poppin', Friends? What's poppin'? Hallo, meine Lieben. Schön zu sehen, dass du deine Wurzeln nicht vergessen hast. Hast immer noch dieses Talent. Leute, stupide zu beleidigen? Der kleine Schisser hier. Bissen sich in die Hose, wenn ihnen jemand eine Knarre ins Gesicht hält. So, das würde ich auch tun. Wer war der Typ? Niemand. In einer Woche ist er weg. Und ein anderer nimmt seinen Platz ein. Er hat dich bedroht. Hat er. Und dafür wird... Ich muss sagen, die deutsche Stimme ist richtig geil. Die ist fast eigentlich genauso wie die englische. Muss man echt sagen. Murk, hallo Murk. Hab mir einen Merch-Drop für den Mittag extra freigenommen. Gleich hier. Ich springe einfach runter. Ach ja, das sage ich auch hier, öfter. Bevor du gehst. Der Autobahnbrücke. Karte deine nehmen. Nummer? Oh. Könnte nützlich sein. Vater Sebastian. Vielleicht können wir wieder zusammenarbeiten. Wie früher. Danke, Padre. Ich steig mal nicht aus. Ich schaue ihn einfach nur mal 15 Minuten dumm an, ohne irgendwas zu machen. Mal gucken, wie geduldig er ist. Er denkt sich so, oh, langsam wird's unangenehm. Geht sie jetzt? Oder, oh, voll peinlich. Mm.
oh, irgendwie sollte ich ihr sagen, dass sie jetzt gehen soll. Er da vorne denkt sich auch so, Mann, wann geht die Alte endlich? Also ich habe noch ein bisschen Zeit, was mit dir? Komm schon, trigger mich. Komm schon. Wie? Okay, sag dir was gleich. Ich bin mit Gott. Ach so, ja. Was hab ich denn für schnieke Pantoffeln an? Warum habe ich eigentlich eine goldene Hose an? Ich wollte das überhaupt nicht. Hey, was geht? Kann ich mit dir reden? Kann ich dich ein bisschen massieren? Warum hast du einen Bademantel an? Egal, ich hinterfrag Dinge in dieser Stadt einfach nicht mehr. Was geht denn hier ab? Wird ein Bierchen? Was geht so bei dir? Och, süß, er hat mich einfach gefragt. Sie? Hallo? Boah, so breite Schultern, Mann, was geht denn mit dir ab? Und diese Sneaker. Und was geht mit dir? Oh, hey, du hattest aber... Ich glaube, da hatte heute jemand richtig Spaß. Was ist denn das? Wir sollten uns kennenlernen. Du, ich hab Zeit. Erzähl mal. Erzähl mal. Hört ihr noch sein... Ist gerade der... Hallo auch. Ist der Alarm gerade zufällig, oder? Du, ich glaube, mit dir kann man viel Spaß machen. Komm, wir gehen in den nächsten Club. Das wird lustig. Das ist ja witzig. Okay. Witzig. Ich schaue mir immer gerne alles genau an. Was ist los? Ach so, du musst es hier wegmachen. Was steht hier denn da schon wieder drin? Corpo Thieves must die. Corpo Diebe müssen sterben. Okay, was gibt's hier so für heiße Getränke? Oh, ein Kartenspiel. Enjoy. Oh, magical. Sieht alles irgendwie so giftig aus hier in dem Spiel. Na gut, der hat sich jetzt richtig schick angezogen. So komme ich auch nächstes Jahr. Ist mein nächstes Cosplay. Nächstes Jahr Gamescom, ihr wisst Bescheid. So. Nein, ich werde angerufen. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Ich hasse Anrufe. Lagebericht. Ich bin angekommen. Suche jetzt deinen Kumpel. Rick ist einer von uns. Wirst schon sehen. Rick und Morty? Ich vertraue ihm wie einem Bruder. Na dann sind wir doch mal gespannt. Hallo! Oh. Wow. Ja. Oh, wow. Kann ich dir irgendwie helfen? Fette Schlitten. Damit kann ich jetzt in die Open World reisen. Und kann Scheiße bauen. Eine neue GTA-Welt in der Zukunft eröffnet sich mir. Gib mir ein Auto. Die Kameras sind aus. Du hast 20 Minuten. Das Internet vergisst nie. Mach dein Ding. Wo ist ein Auto? Kann ich jetzt unschuldige Menschen zerschmettern, belästigen, verprügeln, von der Polizei gehandelt werden und gucken, was in diesem Spiel so geht? Ich sehe den Wagen. Oh, ich sehe ihn. Ein großer Auftritt, Lee. Viel Glück. Es ist ein überdimensional großes Zäpfchen. Ich nehme dich. Mal sehen, ob diese Zaubertech was taugt. Mir fehlt einfach der Glaube. Oh. Siehst du? Wir sind reich. Starte den Wagen und sag mir, wenn du unterwegs bist. Ich sag dir, wohin. Du, da sitzt man aber tief. Das wird mir nicht so gefallen. Das ist ja verrückt. Okay. Scheint ein lockeres Ding zu werden. Uiuiui. Ich wäre sehr überfordert, was... Da hat's schon mal 5 Gurte für euch. Oh! Steig aus. Ach, scheiße. Wegfahren, ganz ruhig. Ach komm, tschüss. So, wow. Fuck! Du kannst fahren. Und jetzt... Peinlich. Nein, lass mich! Du hast die gleiche Jacke an wie ich. Du musst cool sein. Das hast du ganz toll gemacht, du Vollidiot. Bleibt, wo ihr seid. Super gemacht. Dahin, wo ich sie sehen kann. Schön langsam. Auf den Boden, ihr Pisser, und zwar sofort. Nenn mich nicht so. Sie hat mich synchron sprechen lassen, so für den Hauptcharakter. Blobsy, danke für den Stufe 1 Sub. Jackie Wells, mein alter Bekannter vom Block. Ich sehe, du hast nichts dazugelernt. Ja, wirklich nicht. Hey, du Arsch. Lange nicht gesehen. Inspektor Stins. Urin, Uran. Urin, Uran. Alarm. Hey, deine Visage kommt mir auch bekannt vor. Dachte ich mir, deine mir aber nicht. Ah ja? Warte. Deine mir aber nicht. Abgehauen nach Atlanta. Auf der Suche nach dem Glück. Unangenehm. Die Suche war wohl erfolglos. Hab immer gesagt, all das Haywood-Gesocks ist gleich. Ihr werdet hier geboren, ihr lebt hier, was für ein starker und ihr Arm. Sterbt hier auch. Hatte wohl recht damit. Genug mit dem Geplauder. Was passiert jetzt? Ich nehme euch fest
und buchte euch ein. Gratis Urlaub. Okay, geil, nehme ich mit. Jens, wenn du uns festnimmst, keulen wir uns die Hände wund bis zum Gerichtstermin. Und dann, wir kriegen maximal ein paar Monate. Scheiße, gibt ihr nur noch Stehplätze im El Bote? Kommen sicher schneller raus. Das sind die Diebe gewöhnlicher Straßen. Ich muss pinkeln, Mann, können wir schnell machen. Ich hab sie in Gewahrsam, Mr. Fujioka. Wir führen oh, sie hallo, sofort was bist du? Hey, du trägst auch Gold wie ich. Ich habe keine Zeit für Zeugenaussagen und Ermittlungstheater. Soll ich sie gehen lassen, Sir? Schmeiß sie ins Meer. Gebrochene Beine und Bleigewichte, damit dieser Müll kein Treibgut wird. Boah, okay, doch nicht. Dankeschön, Leute. Ich habe die Jacke von einem Cosplay-Shop tatsächlich. Die war aber gar nicht günstig. Ich glaube, es hat 300 Euro gekostet oder so. Das komplette Outfit. Also, ich habe jetzt nur die Jacke an, aber... Au! Fuck. Mit den Nägeln kommst du echt nicht weit, ne? Also, ich hätte sie mir doch ein bisschen kürzer machen sollen. Einen Moment lang sah das echt übel aus. Dachte nicht, dass wir da lebend rauskommen. Nein, Stinst macht sowas nicht. Bist du dir da so sicher? Mhm, er ist aus Haywood, so wie wir. Hast Anzüge genauso wie du und Nudeln ich. Nudeln da hinten. Er hat getan, was sein musste. Didn't know you. Dass so mehr du gibst, umso weniger stehle ich von dir später. Würdest du jetzt in der geilen Karre durch Night City cruisen? PC-Version. Ich hole es mir aber auch noch für die PlayStation 5 und Xbox. Hätte wahrscheinlich eh nicht geklappt. Ach komm, ein bisschen mal nett. Ich glaube, nee, der ist nett. War alles meine Schuld. Warte, was? Die Bullen waren nicht zufällig da. Meine Tag muss den Alarm ausgelöst haben. Gott hat's wohl nicht anders gewollt. Jackie Wells. Wie? Ich kenne dich doch. Aus dem Coyote. Da habe ich auch diesen Job bekommen. Hab den Auftrag für diesen Autoklau im Coyote bekommen. Von Kirk. Du arbeitest mit dieser Pestsäcke. Pepe schuldet ihm was und kann nicht zahlen. Wollte ihm helfen. Ha, Mann. Frag mich echt, warum Pepe sich von diesem schmierigen Kirk was sagen lässt. Hab gehört, der hat die Kartelle im Rücken. Kartelle? Nee, nee. Ich kenne diese Kartelltypen. Und garantiere dir, keiner von denen hat je von Kirk gehört. Il Cabron. Lernen, was Anstand und Ehre in Haywood bedeutet. Was hast du denn da auf deiner Hose? Komm, lass uns was essen gehen. Okay. Essen? Du musst das Chili meiner Mama probieren. Bestes der Stadt. Okay, meine Freunde, lass uns losgehen und laber nicht so viel, danke schön. Und jetzt komm. Ja. Ich bin am Verhungern. Aufstehen und dann mal los. Kann ich schon in die Open World? Stanley hier und vor uns liegt ein neuer Tag in der Stadt der Träume. Ich liebe diese Stadt, liebe sie so, wie man eine Mutter lieben würde, die einen irgendwann mal vor einem Kinderheim ausgesetzt hat und einen jetzt um eine Kippe anbettelt. Hallo, ey. Jeden Tag gibt es hier 100 Neuankömmlinge, aber nur die Hälfte dieser Deppen überlebt das erste Jahr in einem guten Jahr. Und warum kommen diese Leute nach NC? Weil die Straßensamurais wie Morgan Blackhand und Wayland Boa Boa sein wollen. Je größer das Risiko, desto größer die Belohnung. Heißt es zumindest. Aber man kann nicht ja richtig ganz ab. Vorne dabei sein. Je schneller du lebst, desto schneller bist du am Ende. Wenn du nicht von schon Kevin Spacey, nice. Ach du Scheiße. Wisst ihr, wo man die meisten Night City-Legenden findet? Auf dem Friedhof. Glücklicherweise ist es egal, woher du kommst, wo du anfängst. Es geht nur darum, welchen Weg du gehst. In Night City. Der Stadt der Träume. Wuhu! Die Tussi muss irgendwo in diesem Gebäude sein. Dann hol ich sie raus. Bestimmt von den Pendejos, die sie sechs Monate später. Augen und Ohren oh. auf, okay? Da fällt mir ein,
Ich hab da was für dich. Militech Trainingssplitter. Falls du Nachhilfe im Fressepolieren brauchst. Oh. Lust auf ein paar VR-Zielübungen? Tutorial kann ich gleich. Ich werde das Tutorial überspringen. Tut mir auch leid, wenn ich mal vorspule. Ich habe die Passage schon dreimal gesehen, die ersten 1,5 Stunden, und selber gespielt. Deswegen werde ich das Tutorial mal überspringen. Militech? Jack, das ist streng geheime Militärtech. Wie bist du da rangekommen? T-Bug. Und sie hat's ein bisschen aufgepeppt. Ach ja? Weil sie es besser kann? No, war nur nicht ihr Style. Danke, Vanilla. Was ich meine. Wir unbedingt machen, dafür habe ich keine Zeit. Jetzt nicht, Jack. Keine Zeit. Vielleicht später. Ja. Mañana. Alles gut, Larainer. Ihr könnt mir, wie gesagt, immer gerne sagen, hey, Gnu, kannst du das und das machen? Natürlich immer nett und freundlich, dann kann ich gucken oder kann euch erklären, warum ich gewisse Dinge so mache beim Spielen. Nur ich habe halt die Dialoge teilweise schon 7 Mal gehört. Deswegen, ich möchte gerne nach den 1,5 Stunden zum mal weiterspielen. Hier lang. Aber ich bin natürlich auch bemüht, weil ihr müsst ja auch mitkriegen, was passiert. Habt ihr schon vollkommen recht. Hallo Eckrade, ich muss jetzt Latein lernen, komm ich bitte wieder. Statt der Träume, statt der Albträume vielleicht. Okay, lass uns starten. Los! Ja, da steht ja was drauf. Oder? No Fear Future. Ziel heißt Sandra Dorset. Ihr Biomon ist vor ein paar Stunden ausgegangen. Vermutlich Entführung. Das Ziel könnte schon tot sein. Vielleicht kommt ihr zu spät. Wir, Buck, wir. Du bist zwar nur über Funk hier, aber das heißt nicht, dass du nicht zum Team gehörst. Team. Charmant. Nein, das Spiel ist ein Open-World-Game. Buck, versuch wenigstens mal. Geht sehr lange. Wenn du was Nettes willst, ruf die Seelsorge an. Nur die ersten 1,5 Stunden sind so ein bisschen, du kriegst Sachen erklärt, weißt, wie es funktioniert, bisschen die Story, und danach kannst du dich in der Welt offen bewegen. Und ihr wisst ja, ich reize gerne Games aus und gucke, was geht denn so, versuche so nach Easter Eggs, und da freue ich mich natürlich schon besonders drauf. Und da hat's einen Snack. Karten. Ach, schau mal an. Da kannst du Sachen einsammeln. Eine Schallplatte. Eine Schalli. Da ist noch was. Noch was eingepackt. Oh, ich packe ganz viele Dienchen ein. Ist ja wie Weihnachten. 1237. Die Musik ist so geil. Aber ich sehe ihren Biomann nicht. Danke, Leute, für die Hoffe, wir sind nicht zu spät. Am Ende kommst du safe und checkst dann. Ich bin gespannt. Scheiß. Beeilt euch. Rein mit dir. Oh, hast du es sehr schön drin. Versuch, die Tür zu hacken. Kannst du das Schloss umgehen, Weh? Okay. Meine Waffe ist auf jeden Fall... Ach, hier kann ich mir die Waffen auswählen. Oder mein Fausti. Alles klar. Dann lass mich mal rein da. Uff, jetzt habe ich mich geheilt. Kann ich doch noch mal das Tutorial machen? Ja, ich hab's wieder. Alles gut. Schon eine Weile her. Wo kann ich das nochmal hacken? Hier war doch irgendwo was, oder? Und dann gedrückt halten. Tür. Ja, das ist eine Tür. Es war sehr... Ich hätte das Tutorial nochmal machen sollen. Ich kann es euch auf jeden Fall raten, weil es ist sehr krass. Ihr könnt unfassbar viele Sachen machen, und wir haben es teilweise selber nicht geschnallt, deswegen tut es. Ich habe mich jetzt gerade geheilt, aber ist egal. Ich brauche keinen Halt. Genau, da kann ich interessante Dinge auffinden, die ich nämlich sonst nicht auffinden würde. Hacken! Computer. So, ich nehme mal das hier mit. Da drin. Immer auch alles looten, Leute, weil je auf welchen Schwierigkeitsgrad ihr spielt, wird auch mal die Muni knapp. Da zählen dann wirklich alle Schüsse. So. Yes. So, was war das hier? Benutzen. Kann ich da irgendwie Sachen rausfinden, die interessant sind? Nein. Ich brauche gerade jetzt Zeit, Frischfleisch. Wir vergessen nicht, du bist so gut wie tot. Wenn ich hier noch einmal eine deiner Leute sehe, droht nichts Schlimmeres als nur ein verstauchter Kiefer. Das ist eine leere Drohung. Versuch das nur, Wichser. Okay. Du machst mich nervös, Kerle. Kann ich da nicht rein? Hat da gerade was geflogen? Mach schon wie. Sieh nach, ob sie sich. Oh je. Sandra Dorset ist geschützt gemäß Echelon 2 Konzernimmunität. Die ist richtig wichtig. Die hier hat nur Zetatec Repos vom Schwarzmarkt. Typische Gossenarbeit. Sie also nicht. Suchen wir weiter.
Okay, eine Leiche gefunden. Sie ist es aber nicht. Das ist schon mal gut. Wir suchen nämlich jemanden. Ich glaube, es ist eine Frau. Wie komme ich denn nur da drauf? So, wieder alles einsammeln. Sehr schön. Nachricht lesen. Wie konnte das passieren? Wann und wo? Wann haben wir alle Gesellschaften entschieden, dass das menschliche Leben eine Ware ist, ein Luxusartikel? Meine Mutter starb mit 45. Sie hatte noch Jahrzehnte vor sich, als ihr Leben einfach von einem simplen Lungenentzündung beendet wurde. Hätte sie nur die billigste Traumateamversicherung gehabt, hätte man sie innerhalb einer Stunde gerettet. Aber sie konnte sich keine leisten. Meine Mutter starb 5 Monate vor ihrem Termin bei unserem Hausarzt. Das Konzept der privaten Gesundheitsvorsorge ist tief in unserer Gesellschaft verwurzelt. Bereits im Jahr 2020 bestand eine weitgehende Einigkeit, dass $500 pro Monat ein fairer Preis für ein Traumateam versichert ist. Und dann heulen wir mal alle rum, dass wir in Deutschland sind, obwohl wir auch alle versichert sind. Ob wir wollen oder nicht. Gesundheit war schon damals nichts, was man einfach erhielt, sondern etwas, das man sich verdienen musste. Das private System mag nicht perfekt sein, aber es gibt keine Alternative, dachten wir. Bullshit. Hm, sehe ich da einen kleinen Hinweis und eine kleine, einen kleinen Hint und einen kleinen Leberhaken wie? An gewisse Länder? Wie? Achtung! Pendejos vor uns! Erledige ihn leise! Oh nein, bitte nicht leise. Ich bin die schlechteste Person, wenn es um leise geht. Jemini. Hätte ich doch ein Tutorial machen sollen, Guys. Oh, da ist schon wieder jemand tot. Ganz schön pervers, was sie hier mit den Leuten gemacht haben. Okay, ich glaube, den kann ich von hinten überfallen. Genau, das werden wir jetzt auch mal tun. Komm her, mein Kleiner! Oh, ich wollte dich... Kinder, Essen ist fertig! Heute gibt's Rinderbraten mit Mauldäschle. Ups. Ich weiß nicht, ob das im Multiplayer spielen kann, wie wir das... Weiß, ihr macht doch erst den Reiz aus, aber ich bin immer so laut. Jetzt schön vorsichtig. Achtung, da kommen noch mehr. Sind fast bei euch. Oh, da kann ich wieder irgendwas hacken. Das war so, ne? Eins. Okay. Terminal verlassen. So, da kann ich nämlich einzelne Bereiche hacken. Für mich. Sie kommen. Nein, 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 scheiße, jetzt habe ich Kacke gebaut. Oh, oh. Hallo an alle Neuen. Oh, fuck. Wie Heuschrecken. Warten wir und planen die Sache. Hey, mach ihn kalt, aber leise. Wen denn von beiden? Bei dir. Keine Ahnung, wie du meinst. Ich nehme jetzt mal den. Ich töte ihn nicht. Ich mache einen Takedown. Oh, du hast es auch schon erledigt. Hey, da ist was rausgefloppt. Alle ausgenockt. Sehr gut. Her damit. Aber da kommen sicher noch mehr. Ja, ich weiß, mein Homie. Genau, du hast da viel zum Einsammeln, Mann. Ich bin lootsüchtig. Kann ich aufhören? Hallo an alle. Hallo an Leo. Ich bin... Oh, da ist ja noch einer. Ich hab ihn gepackt, den Pack. Hallo, checkst du noch was? Ich hab ihn gepackt, ihr habt's gesehen. Egal, dann machen wir das jetzt so. Ich kann ja gut zielen. Ich hab gesagt, ich kann gut zielen. Oh, ich hab tatsächlich getroffen. Der Laden muss sauber sein. Hört auf sie, aber doch hier. Tiefer so nicht unter Beschuss da rausbringen. Keine mal Kugeln im Rücken. Du hast ja so recht. Oh, da ist noch jemand gar nicht gerafft. Hups, das wollte ich jetzt natürlich nicht, Leute. Hm, für welche Gruppe ich das Spiel empfehle? Leute, die Open-World-Games lieben. Oh, shit. Oh, pff. Ich hab gesagt, ich kann gut zielen. Ah! Hilfe! Übertreib doch nicht so! Stirb! Stirb! Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Duck dich, ich kann mich nicht ducken! Stirb! Stirb! Natürlich gar kein Problem für mich. Schreib mich nicht so an, Mann. Schon Druck genug hier alles. Ich würde sagen, für Leute, die Open-World-Games lieben, Ego-Perspektive gerne mögen. Generell ist es für jeden was. Natürlich ab dem gewissen Alter, ab dem dementsprechenden. Bitte, Dankeschön. Und ja, da lesen wir noch mal ein paar Nachrichten. Spielzeug. Ah, gutes Zeug hier. Hand von Zetatech und Biosignatur. Aber wir haben schon einen Jailbreak bestanden. Miltek fest verstellbares Visier. Oh, frag mal, wo der Penner das her hat. Oh, kann ich dir wieder ein Visier anbauen? Die neue Waffe probiere ich jetzt gleich mal aus.
Zum Glück können wir gut zielen. Na klar, Leute. Mit mir braucht ihr keine Angst haben. Ich kann gut zielen. Ich bin konzentriert. Ich bin ein richtiger Assassine. Mit mir kann euch nichts passieren. Warte mal, lass mal meine neue Waffe ausprobieren. Komm her! Warte mal, ich gehe mal nach vorne. Noch jemand? Noch jemand? Scheiße, wo zum Teufel ist unser Ziel? Ist hier noch jemand? Er hat keine Arme, er hat keine Beine mehr. Hä, wie kann er... Guck mal, die Hose hat sich sogar mitverkürzt. Die Hose dachte sich, als das Bein abgeschlagen ist, geil, jetzt klappe ich mich mal um das Bein und nehme mich selber zu. Wow, die Zukunft ist echt geil. Okay. Ja, auf jeden Fall, ich bin Profispielerin. Also wer das jetzt noch nicht gemerkt hat, ich spiele gerade auf Ultra-Hardcore-Schwer. Den Modus gibt es eigentlich nicht. Den hat CD Projekt Red echt extra nur für mich freigeschaltet. Mein Mikrofon leckt. Ich muss es ein bisschen leiser stellen einfach. Tut mir leid, wenn ich schreie. Ich weiß, mein Mikro übersteuert. Aber Leute, keine Sorge. Es ist Abhilfe nämlich gesorgt. Für Abhilfe gesorgt worden. Da kümmert sich nämlich jetzt Logitech um mich. So. Es wäre geil, wenn man im Spiel sich so Hörner machen könnte. Ach, das wäre ein Traum. Eine praktische Hose, Leute. Also wenn ihr irgendwelche Gliedmaßen verliert, die Hose... Die Hose passt sich an. Auf welche Grafikeinstellung spielst du? Eigentlich auf Full Resolution. Also alles hoch. Oh. Oh mein Gott. Könnt ihr mir glauben, dass das bei mir leer wäre? Oh. Milch. Okay, ich gehe jetzt mal weiter meine Mission verfolgen. Oh, da liegt noch was. Schaut mal, es hat sich gelohnt herzukommen. Die Kombination aus dem Cosplay, den Knurhörnern und das Overkiller. Ich wollte sie eigentlich nicht anziehen, weil ich finde, das macht mein Kostüm so zart. So angreifbar und so weich. Ich wollte eigentlich voll der Gangster sein. Oh, herrje. Verfickte Scheiße. Ach, herrje, Mine. Das sieht nicht gut aus. Weg mit dir. Was ist, wenn er auch Hilfe braucht? Ich glaube, ich habe sie. Unsere Zielperson. Haben wir es geschafft? Lebt sie? Das wissen wir gleich. Schließ ihren Beomann an. Ich muss wissen, womit wir es zu tun haben. Das sieht nicht gut aus. Holy, da ist jemand ganz schön am Ende. Das bin ich nach einem 11-Stunden-Stream mit den Gnus. NC570442. Traumateam Platin. Platin? Scheiße. Die hätten auf den kleinsten Nieser reagieren müssen. Die haben ihr Transmittersignal gestört. Wir haben einen gehackten Biomann. Firmware Reconfig oder einen Neurovirus. Carajo, T-Bug. Du kannst das nicht sehen. Hier sind nur Wannen, Eis, Haken und Beile. Hm. Also Scoplutcher-Hack, was? Ich hab da eine Idee. Check den Neuropod. Es sind Cyborgs, Mensch und Maschine. Der könnte den Biomann stören. Ja, bei Henno war sie nackt. Ich weiß, im Streamen könnt ihr sie auch nackt lassen, wenn ihr streamt, aber ich lade das auf YouTube hoch und deswegen bin ich vorsichtshalber mal so, dass ich den Streamer-Modus anmache, weil wenn jetzt irgendwie wir nur eine kleine Sequenz übersehen, wo man eine Brust sieht, kann das sofort gestrikt werden. Deswegen bin ich da sehr, sehr vorsichtig. So, Splitter rausziehen. Ist das ungefährlich? Ich glaube nämlich nicht. Also hier seht ihr mich nach einem 11-Stunden-Stream mit der Community. Bewegung, Chica. Mach ich. Ist das nicht gefährlich? Können wir sie nicht einfach wegschaffen? Sie ist hier und atmet. Mach jetzt keinen Rückzieher. Wir brauchen den Biomon intakt, um Blutungen zu finden und so. Such den Splitter und zieh ihn raus. Oh mein Gott, ich zieh ihn raus. Splitter gefunden. Ich zieh ihn raus. Check den Biomon. Hat sich was geändert? Hallo, Sandra. Falls du bei Bewusstsein bist, nimm jetzt die stabile Seitenlage ein. Eine Notevakuierungseinheit wurde ausgesandt und trifft in 180 Sekunden an deinem Standort ein. Der Biomon sagt, Traumateam ist in 3 Minuten hier. Dein Premiumplan deckt 90% der voraussichtlichen Kosten deiner Rettung und Behandlung ab. Da oben leuchtet Zeit ab. Holen wir sie aus dem Eis raus. Okay. Heilix, Blechle. Los geht's. Fuck. Herzstillstand. Oh no. Wie? Sag mir, was da los ist. Jackie, Airhypo. Fuck, das ist nicht gut. Fang, Chica. Oh mein Gott, wüsste ich auch voll, wie ich's mach. Ich glaube, Scheiße, es hat geklappt. Fuera, Chica, bring sie nach draußen. Okay, Hey, die Brust bewegt sich sogar. Wie natürlich ist das denn gemacht? Fuera, schaff sie raus, der
Interesse. Nein, ich genieße gerade das ein bisschen. Nein, Spaß, okay. Okay, okay, ich gehe ja schon. Es ballert. Es ballert. Yeah, man. Feel that. Feel diese Chemie. Feel those chemistry. Landung, Abstand halten. Sicherheitsprotokoll wird eingeleitet. Ja, ja. Ist ja in Ordnung. Okay. Hier, bitteschön, Traumateam. Ich hab hier was für euch. Was ist denn los? Ich wollte doch nur helfen. Auf den Boden legen. Ja, wie mache ich das? Nö. Tschüss, ich hab's mir anders überlegt. Auf die Trage legen. Ja, wo denn? Fünf Schritte zurück, jetzt! Danke, Karpfisch. Uff, da hat aber die Brust gerade gezuckt, du. TT-133 an Zentrale. Patientin NC570442 gesichert. Stimulanz wird verabreicht. 70 Milligramm Dopamin. Ich komm mit! Ich komm mit! 800 Fibrin. Ja, das ging schnell. Muss ich schon sagen. Oh, da gibt's wieder Heilung. Oh, wie wunderschön. Kann ich da runterspringen? Bin mir nicht sicher. Ich probier's mal nicht aus. Da unten ist auch keine Sau. Hört sich an wie beim Zahnarzt. R23, okay. Der A7er, der ist beschädigt. Verschwinden wir. Okay. Der Fahrstuhl bringt uns direkt zur Garage. Gute Arbeit. Die Shitshow ist vorbei. Die Frage über Instagram, die kommen ins Video am Sonntag. Wir sehen uns bald. Danke für die vielen Fragen, ne? Das ist echt verrückt. Hör zu, Chica. Hallo, Annie de Ben. Ich habe was zu erledigen. Kann ich deinen Wagen borgen? Nein. Ich habe ein Date mit Misty und... komm schon. Nein. Ich kann schlecht die U-Bahn nehmen. Okay, kannst ihn haben, Jack. Aber gewöhn dich nicht dran. Und bitte kein Verkehr im Auto. Du rettest mir den Arsch, wie. Gracias. Soll ich dich nach Hause fahren? Mit meinem Auto. Ja, danke. Ja. Ich bin hundemüde. Spring, oh, spring. Fast vergessen. Du solltest Wakago anrufen. Ihr sagt, 60 Gigabyte. Durch. Was? Wie lief es? Ist die Klientin gesund und munter? Sie wird's überleben. So war es doch vereinbart, oder? Wunderbar. Eure Bezahlung wartet schon. Ihr könnt sie jederzeit abholen. Danke, Julian. Vielen Dank. Ach, wie lieb. Aber no, ein Geschenk-Abo. Dankeschön. Und Dankeschön für deinen verlängerten Sub. Das ist ja total lieb. Wie geht es dir? Hallo, Baby Anjo. Merci. Der Bezirk ist völlig dicht. Wenn ihr noch durch die Absperrung wollt, beeilt euch. Danke für die Warnung. Wir kommen später bei dir vorbei. Angeblich hat das NCPD ganz Watson gesperrt. Wenn wir heute in unseren Betten schlafen wollen, beeilen wir uns lieber. Yeah. Überlass mir das, Chica. Ich fahre. Ich hasse es, wenn Leute einen Chica nennen. Das ist so richtig. Ey, Chica! Komm mal her! Dankeschön. Habe ich eigentlich schon den VIP gegeben? Ich glaube nicht. So. Wunderbar. Ach, er ist bereits ein VIP. Sehr schön. Ey, Chica, was geht? Ich hasse das so sehr. Da werde ich richtig aggressiv. Oh Gott. Genauso wie, hey, Süße. Hey, Süße. Hey, Puppe. Ey, Puppe, was geht? So, weiter geht's. Ich find's so schön, wenn du fährst. Los, fahr. Ein Auftrag. Mission verfolgen. Ich weiß nicht, ich will gerne in die Open World gehen, muss ich ehrlich sagen. Chica, genug. Ist das jetzt wirklich lizenzfreie Musik? Hört sich nämlich nicht so an. Mach die Musik aus! Eine Stadt wie jede andere, nur größer. Nein, Chica. Lizenzfrei? Ich sag euch nie wieder, was ich nicht mag. Adam Smasher. Von hier kommen Legenden. Okay. Ey, Puppe, schönen Tag gehabt. Man muss für das Spiel nichts bezahlen. Ihr müsst
nur euer erstgeborenes Opfer. Okay. Jackie, die haben Watson gesperrt. Schon vergessen? Oh, shit. Stimmt. Bin ich, oder? Ich wusste es. Der Van hinter uns verfolgt uns. Der Van. Aber wie mir das gefällt, nicht kein bisschen. Waffe ziehen. Hey. Ay, bonita, Dios mio, tío. Oh ja, der gusta bum bum. Genau, einfach mal wahllos auf Leute ballern, Mann. Ich will wieder rein. Ich kann wirklich nicht. Oh. Oh. Kann ich bitte wieder rein? Ich wusste nicht, dass ich auch Unschuldige anschießen kann. Tut mir echt leid. Oh, scheiße. Stirb! Ja, weg mit dir. Ja, es ist nicht so einfach. Okay, warte. Yes, Mann. Sieht das geil aus. Ich will endlich in die Open World. Danke, Shadowplayer, für dein Prime. Ah, dein Baby ist arg zerkratzt. Tut mir leid, Vieh. Schon okay. Das kann warten. Fahren wir lieber nach Hause. In den ersten Braindance-Sequenzen gibt es wohl Ärger wegen DMCA laut Cyberpunk. Okay, also man kann ich noch Musik ein bisschen ausmachen. Das mache ich doch gar. Ach, ist das schön, diese Stadt. Wow. Wunderbar, ist toll. Auch mit dem Regen, dass es sich immer, das Wetter passt sich immer an. Und ihr seht, es ist einfach wunderbar. Es ist wirklich wundervoll. Und selbst da, wo zum Beispiel jetzt Gegenstände drüber sind, da fällt doch tatsächlich kein Regen später. Das ist saugeil. Street Kid, yeah. Ach du Scheiße. Hey, das ist ja eine richtig fesche. Also in der Stadt hätte ich auch keinen Bock, Polizist zu sein. Abgesperrt. Notwendige Sicherheitsmaßnahme. Officer, bitte. Ich bin so froh, dass Sie hier sind. Ach ja? Und was macht mich so besonders? Na, Ihr goldenes Herz. Denn nur jemand mit einem Herz aus Gold versteht, wie dringend ich zu meinem Mädchen muss. Ihrem Mädchen? Sie macht sich Sorgen, wenn ich nicht komme. Ich meine, ich versuche ihr ein guter Mann zu sein. Sie gibt mir eine Chance. Ein guter Grund. Ich lasse ihn mal machen. Das ist ja richtig süß. Aber Sie sind die Letzten. Oh. Okay, dann mal los. Danke. Einen schönen Abend wünsche ich. Der weiß halt, was Frauen hören wollen, ne? Was sagt ihr denn bisher zum Spiel? Hab gestern vorhin einen Bericht gelesen, dass es schlecht sein soll. Du kannst ja richtig nett sein. So was. Du kannst ja richtig nett sein. Wann bin ich nicht nett? Immer? Ich bin immer nie nicht nett. Ich sage immer so viel zu Tests. Spielt ein Spiel selber, gleich für The Last of Us 2. Die Ergebnisse und Tests waren so schlecht und es ist eines meiner Favoriten-Games, weil ich die Message einfach anders aufpasse von dem Spiel. Deswegen bildet euch eine eigene Meinung. Guck mal, wie. Da gibt's auch Frauen. Scheiße, sie sind hier. Ein ganz normaler Tag in Stuttgart. Holy shit, die blasen die einfach richtig weg. Keine Bullen sind, sondern Max-Tag. NCPD eigene Sondereinheit. Ja, so löst man Probleme. Wenn das richtig aus dem Ruder läuft. Wenn das in Stuttgart und Deutschland so wäre, dann würden wir alle rumheulen. Habe ich hier Demo gehört? Okay, lass uns bitte weiterfahren. Ja, das war's dann wohl. Arme Schweine hatten keine Chance. Ja, was soll ich sagen? Ja, und es kommt auch immer drauf an, welche Sequenz haben denn die Spieletester spielen dürfen. War da noch alles buggy? War es vielleicht eine Sequenz, die vielleicht nicht mal so krass ist? Das finde ich, sind immer wichtige Punkte, die man auch beachten muss. Naja, kommt auf die Tests an. Du kannst ja nicht eine Schildkröte nach prüfen, ob sie fliegen kann. Und du? Eben. Jetzt kommst du sicher nicht mehr nach Hayward. Shelby, die lassen mich durch. Bist du dir da sicher? Ah, ich spiel wieder den netten Jackie. Genau, es kommt immer auch auf die Tester an. Ich finde wichtig, was haben... Holla, die Balze! Es kommt auch immer drauf an, was haben die Tester gespielt, wie lange durften sie spielen. Ja. Süße Träume wie...
aussteigen. Grüß Weil genau darüber habe ich zum Beispiel auch mit den Leuten von CD Projekt Red reden dürfen, weil die halt auch meinten, boah, jetzt gibt es dann wieder Leute, die wollen halt Testversionen spielen und das Spiel ist eigentlich noch gar nicht fertig und die wird dann bewertet und das finden sie halt blöd. Also das habe ich auf jeden Fall auch mitbekommen und das ist ja auch voll der Druck. Ihr würdet ja auch nicht eine halbfertige Arbeit dem Lehrer geben wollen zum Korrigieren, oder? Finde es ganz nice. Schade, dass die Next-Gen-Version erst später kommt. Yeah. Ich fühle das gerade. Ach Mann, ist die Musik vorbei. Apartments. Ich muss Pipi machen. Fuck. Fast vergessen. Ich kenne einen Netrunner, der dir helfen kann. Gleich kommen die Details. Möge er gepriesen sein, unser Vater im Himmel. Und unser zweiter Gast ist Karina. Dankeschön, Marix. Alle meine Arbeit in der Schule wird halb fertig. Oh, kann ich da reingucken? Was kostet, schreibt der da? Was zum? Oh, zeig mal, was du da anschaust. Kannst nicht erkennen. Na, was geht so, Jungs? Hier für ein bisschen Spaß? Du, das sage ich nicht, nein! Dieses Scheißland. Okay. Ich muss Pipi machen. Was geht denn hier denn ab? Das blöde Tor ist kaputt. Zum dritten Mal. Ich will das haben. Hab schon die letzten beiden bezahlt. Ich will das haben, Mann. Gib mir das! Ich seh's doch! Gib's mir! Ich hasse es, wenn da was zu looten ist und ich kann's nicht einsammeln! Trottel! Hey! Schau mal, spinnen. Hey, die kann fahren. Das hinterfrage ich jetzt nicht weiter. Danke, Perlite, für deinen Primey bei mir. Was läuft in der großen Welt? Ich kann es, glaube ich, erst nachher einsammeln. Nix, ich gehe jetzt in mein Zimmer und gehe pieseln. Oh, wie schön, das ist mein Zimmer. Oh, voll die stylische Kapsel. Ein Whisky trinken, ja, immer doch, her damit. Geil, was ist denn das alles für zwielichtes Zeug? Ich habe keine Ahnung, was ich da gerade überhaupt alles einsammle. Was ist denn das Süßes? Süß! Ein leuchtendes Kies. Sie ist weggewendet. Fernsehen. Ist ja voll unbequem, den Fernseher so zu haben. So. Okay, genug Fernseher geschaut, das reicht mir schon. So, voll die Porno-Couch hier unten. So, ey. Ey, da ist wieder Alkohol. Mitnehmen. Da ist wieder eine Speicherkarte. Mitnehmen. So. Ein Splitter. Von Brain Dance. Okay. Ich möchte das bitte öffnen. Dankeschön. So. Dann, das ist mein kleines Badezimmer. Oh, ist das hübsch. Yeah. Kann ich mich da... Ach, da kann ich mich jetzt wieder umstylen. Lächeln. So, lächel mal. Ich will, dass du lächelst. Komm schon, zeig mir dein bestes Lächeln. Ach, sie lächelt. Mürrisch, schmollend, gaffen. Was ist ein Gaffen? Das ist Gaffen. So gucke ich jeden Tag. Ja, das sieht schon richtig so... starren? Was ist denn starren? Mürrisch? Mürrisch finde ich gut. Ein bisschen grumpy sieht es trotzdem aus. Und schmollen. Schmollen ist gut. Ich mach Schmolli. Heute Oh, die schmollt ja richtig. Oh, ich laufe jetzt als Schmolli rum. Ja. So. Ich behalte die Schmolli, den Schmolli-Ausdruck. Der ist so richtig vorwurfsvoll. Okay, Schmolli, 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 Bär. Oh, ich kann duschen. Wunderbar. Das tut so gut. Mit meinen langen Krallen. Cyberpunk ist echt heftig. Hat sie schon Keanu Reeves getroffen? Nein, noch nicht. Ach, schön. Das macht mich glücklich. Okay, dann mal ab ins Nest, oder was ist da hinten? Da hinten geht ja auch noch irgendwas. Holy shit, was hab ich denn hier alles? Was ist denn das? Ach, da kann ich mich jetzt anziehen. Das ist also das... Oh, die Waffe sieht ja nice aus. Aber
Ist die besser? Nee, die ist sogar schlechter. Die ist aber besser. Bin mir gerade nicht so sicher. Beim Anziehen? Kann ich das auch irgendwo eine bessere Übersicht sehen? Panzerung ist hier auf jeden Fall besser. Ist jetzt das eigentlich einfach, das gilt nur für Oberteil? Oder ist quasi... Hut ist auch. Panzerung. Gilt das quasi, dass ich ein Unterteil und ein Oberteil anziehe? Oder hat sie dann nur eine Jacke an? Oder gelten Oberteil und Jacke einfach für eins? Bitte mal helfen. Dankeschön. Ist das jetzt das, was ich anhabe? Trage ich das jetzt? Und das ist das? Das kann ich wahrscheinlich später verscherbeln, oder? Lager. Ach, das war mein Lager. Habe ich das jetzt angezogen oder habe ich einfach alles weggetan? Das ist jetzt eine sehr gute Frage. Geht beides. T-Shirt und Jacke sind zwei unterschiedliche Layer. Okay, sehr gut. Jetzt aber erstmal ins Nest legen. Oh mein Gott, bin ich müde. Ja, so. Genauso lege ich mich auch immer ins Bett. Vor allem der Unterkörper müsste theoretisch jetzt noch runterhängen. Inventar und Lager war das. Okay, ich habe es hoffentlich in mein Inventar gepackt. Akt 1. Ich hab was anderes an jetzt. So. Inventar. Klamotten. Special. Nichts vorhanden. Hose. Nicht besser. Schüchen. Oberkörper. Jacke. Yes. Fesch, fesch, fesch. Wir ziehen noch einen schicken Hut an, Leute. Denn nur so werden wir draußen in der weiten Welt akzeptiert. Da haben wir auch noch nichts. Okay, haben wir noch ein anderes Oberteil? Das. Fesch, 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 fesch. Schüchen. Haben wir andere Schüchen? Ne, das sind die gleichen. Und haben wir einen anderen Unterkörper? Da haben wir auch nur die Hose. Aber ich glaube, das gibt sich nicht viel. Das ist eigentlich identisch. Dann noch ein bisschen was fürs Auge. So. Jackie will schon wieder was. Oh, wie? Keinen Schönheitsschlaf gekriegt? Egal. Steh auf. Ich glaube, ich habe mir was eingefangen. Am Verlinkten mit dem Konzern, Biomon. Irgendein Neurovirus, oder? Ich muss so weg. Soll er mir sagen, warum mein Kopf und Magen eine Party feiern? Okay. Ich fahr dich. Hab deine Karre dabei. Zieh dir was an. Ich warte unten auf dich. Was wollt ihr denn alle von mir? Hier ist Regina Jones. Wenn du Arbeit in Watson suchst, ruf mich an. Woher weißt du, dass ich hier bin? Und wer ich bin? Ich weiß, wie man an Infos kommt. Wie eine Art Sammlerin. Bis dann, wie? Warum? Du steckst tief in der Scheiße! Hast du? Ey, Kollege! Ey, Kollege! Alter! Ich misch mich nicht in Beziehungen ein, Fremde! Du, dein Freund war gelenkig, aber jetzt ist er tot. Kann ich euch noch ausrauben? Sehr gut, dein Köfferchen öffne ich. Es ist was alles... Was für ein schrecklicher Ort. Da, danke. Ich... genau, was willst du? Nix, lauf noch ein bisschen in der Leiche rum. Ich finde es sehr entspannend. Tschüss. Ich habe gerne geholfen. So löst man Probleme. Habt also ihr da draußen Freunde, die euch abfucken wegen eurer Scheißbeziehung? Nein, Spaß. Dann ruft mich. Hey, der hat die geschlagen, das ging gar nicht. Natürlich war meine Reaktion auch übertrieben, aber er hat mich ohne Grund attackiert. Das war also... Ich muss mich nicht erklären für euch, es ist ein Spiel. So, kann ich den irgendwie mitnehmen oder so? Oh, ich kann ihn aufheben. Komm, ich beseitige das noch hier für dich, okay? So, wo soll der denn jetzt am besten hin? Kann ich den mitnehmen? Triff dich mit Jackie? Ich bring den mal mit. Ich bring den mal mit, vielleicht kann ich den verkaufen, dann gibt's Geld. Die Blutlache musst du allerdings selber erklären. Ich kann Periode immer vorschieben. Ich kann nicht mit Sport machen. Oh, ups. Ups, wollte ich nicht. Komm her, mein Freund. Ich nehme dich mit. Zusammen schärfen wir das. Die Jacke von dir ist legit Hammer. Dankeschön. So. Ich entsorge den noch unten. Ich nehme den mit. Ich tue den in den Restmüll. Biomüll sollte funktionieren. Obwohl, wieso Bio? Er ist ein Cyborg. Ich bin mir nicht so sicher. Hey, Leute. Was geht? Kein Juckt's irgendwie. Oh Mann, hast du ein Fashion-Ass. Hat die jetzt echt so eine knappe Hose an? Wow. Ich bin sehr begeistert. Ist das... Ich bin begeistert, Leute. Wisst ihr warum? Weil sie haben ihr Zellulite gemacht. Und das finde ich echt cool. Wir wissen, dass sie da drin sind. Polizei? Ich habe hier jemanden für sie. Oh.
Das ist... Ey, warum denn? Ich hab doch nur... Du Arschloch, ich wollte dir doch nur helfen, Mann. Komm her. Komm her, du Lappen. Also jetzt, bitteschön. So. Ich wollte nur helfen, Mann. Oh, verdammt. Hallo? Geht's noch? Ich glaube, über ihn hakt's. Was ist eigentlich hier jetzt los? Wo wart ihr, als der die oben geschlagen hat? Verdammt. Oh, jetzt kommen die richtigen Scheiße. Hilfe! Ich bin weg. Ciao! Oh Gott, ich muss weg. Tschüss! Ich wollte nur die Beziehung irgendwie retten, Mann. Wusste ja nicht, dass die direkt so durchdrehen. Die Arschlöcher. Ist echt, ich regel das jetzt anders. Kein Sinn für Romantik. Ich werde es jetzt nochmal lösen, das Problem. Keinen Schönheitsschlaf gekriegt. Egal. Steh auf. Ich glaube, ich habe mir was eingefangen. Am Verlinkten mit dem Konzern, Biomon. Ein Neurovirus, oder? Ich muss so weg. Soll er mir sagen, warum mein Kopf und Magen eine Party feiern? Okay. Ich fahr dich. Hab deine Karre dabei. Zieh dir was an, ich warte unten auf dich. Oder es fällt der Raub dir aus? Ich hätte sie aber noch retten können, ne? Ach, sie lebt noch. Hey, du, ist alles in Ordnung? Es macht dir keine... Ich raub dich trotzdem aus. Ich nehme den jetzt nochmal mit. Und ich entsorge den nochmal für dich. Was für ein schrecklicher Ort. Danke. Gerne, aber jetzt geh. Es ist sogar diesmal gar kein Blut da. Es ist sehr gut. Du kannst das jetzt abbauen. So, Moment. Nein, ich muss den... Wo ist er denn? Hey, du Arsch. Hä, wo ist er? Ist er weggeglitscht? Ah ne, da ist er doch. Das Problem hat sich, ich dachte, das Problem hat sich von ganz alleine irgendwie. Komm her, mein Freund. So, soll ich ihn fliegen lassen draußen? Soll ich ihn draußen? Oh, ich lasse ihn draußen fliegen. Ja. Sollen wir ihn fliegen lassen? Ich schmeiß ihn einfach runter. Er ist jetzt nach oben in den Himmel weggeglitscht. Ja, Leute, so erledigen sich Probleme von alleine. Okay, tschüss. Gut, dann lassen wir das dann. Toll, jetzt ist er weg. Ja, alle traurig sind. Ich hätte ihn auch gern fliegen lassen. Let it go. Let it go. Die Geschichte läuft doch nicht weg. Ach. Okay, mal die Waffe wegmachen. So. Okay, will noch jemand auf die Fresse? Nein? Okay. Ach, die haben denn die Schüsse gehört. Ich dachte, die sind gerade alle auf dem Klo. Okay. Ach, die Arme, guck mal, die ist total verprügelt. Jeden Tag das Gleiche. Ja, jeden Tag immer aufs Maul kriegen, gell? Das ist schrecklich. Tut mir ganz arg leid für dich. Ja? Oh, die Arme. Ich wette mit euch, das war gut und die wird irgendwann in der Story nochmal auftauchen und mich mögen. Wir wissen, dass sie da drin sind. Kann ich helfen, Kollegen? Ihr kriegt's ja eh nicht hin ohne mich. Ey, sag mal. Was ist denn los mit der? Du dumme Nuss. Ich hab doch überhaupt nichts gemacht. Wollen die mich eigentlich verarschen, die Arschlöcher? Ich geh jetzt in meinen Raum. Wollen die mich verarschen? Was ist denn los mit denen? Hey, du da hinten. Wenn die kommen. Ach, die kommen ernsthaft, die Arschlöcher, ne? Bitte verpisst euch. Ich bin nicht hier. Ist es wie bei GTA, dass das irgendwann weggeht? Genau, er war's. Lass die Polizei fliegen. Behinderung der Justiz. Ich glaube, die spinnen ja wohl. Geht die dumme Nuss jetzt, oder? Hallo? Ich würde gerne... Ah, jetzt hören sie auf. Oh nein, sie suchen mich jetzt. Nein, sie kommt! Du blöde Sau! Ich hab doch gesagt, verpiss dich. So, ist nichts passiert. Hat keinen gejuckt. So, alles gut, alles gut, alles gut. Hey. Entspann dich einfach nur. Oh, sie ist echt tot. Ist nichts passiert. Geh bitte. Es ist alles in bester Ordnung. Sie bewegt sich noch. Kollege, ich hab gesagt, du sollst dich jetzt verpissen. Alles gut, sie bewegen sich noch. Ihre Beine sind gebrochen.
Sie zittert noch. Alles in bester Ordnung. Genau, schieß dein... Oh, noch in der Ausbildung. Das ist nicht der Feind. Sie hat noch gelebt, Mann. Oh Mann, Leute, ey. Ich möchte nur noch mal anmerken, dass die gute Frau eigentlich eine Kollegin von euch war, nichts dafür kann. Ich habe nichts dagegen, wenn ihr sagt, dass sie die Schuldige ist. Triff dich mit Jackie. Jackie, kannst du mir bitte helfen? So, hat die sich jetzt mal beruhigt? Ich will hier raus! Ich möchte schnell weg. Tschüss, lass mich. Ciao. Hilfe! Okay, ich mache meine Mission, ich gehe! Ah. Nichts passiert. Lauft, lauft, lauft. Duckt euch alle. Alles ist gut, Leute. Guck mal, wie die sich hier alle schön ducken. Schnell zu meinem Ort. Ich bin schon außer Puste. Geil, da gibt's Scheiß für mich. Alles gut, Leute. Trainiert einfach nur weiter. Alles gut. Ich mache nur meinen Job. Lalalalala. Mach die Tür auf. Oh Gott. Mach die Tür zu. Mach die Tür zu, bitte. Gibt's hier nicht irgendwas zum Tür zu machen? Hallo? Die Polizei kommt. Kannst du bitte fahren? Kannst du? Es ist blockiert. Nein. Verdammter Freak! Ach komm, dann lass sie mich umbringen. Macht ja nichts. Bringt ja nichts. Ich laufe ein bisschen rum. Verdammt, das Spiel hat noch nicht mal angefangen. Kann ich vielleicht entkommen? Das würde mich echt interessieren. Ich verstecke mich mal. Vielleicht ist wieder ein Glitch. Nein. Du weißt schon, dass die Polizisten nicht gut sind im Schießen und dich jetzt auch erschießen werden? Mal gucken. Wird etwa mit Controller hantiert? Kein schöner Bewegungsablauf. Ja, es wird mit Controller hantiert gerade. Okay, ich glaube, das wird dein Ende sein. Denn die Polizei haben wir vorhin... Ich habe hier eine Geisel! Oh mein Gott, ich springe nicht mit in die Luft. Nix, sie sollen nicht einfach nur... Ich... Ach, dann bringt mich halt um, ihr Idioten. Wie denn? Hier hau ich noch aufs Maul. So. Jetzt bringt's doch endlich zu Ende, Leute. So. Okay. Stan Bobby, danke für dein Prime. Okay, nochmal. Ich werde jetzt nur noch den Typen verprügeln und dann meine Task machen, verdammt. Meine Task? Ich meine meine Aufgabe. Hör auf, an der Morgen hast du denken. So. Ein wunderschöner Morgen und wir haben schon zweimal das gleiche erlebt. Doch an diesem Morgen wird alles anders laufen. Denn wir werden straight den Typen eine auf die Gosch hauen, bevor er seine Frau verprügeln kann. Anschließend werden wir straight runterlaufen zu unserer Mission und so tun, als wäre nichts. Jackie, lass mich in Ruhe, ich muss gerade kämpfen. Schönheitsschlaf gekriegt. Tief in der Scheiße. Egal, steh auf. Ich glaube, ich habe mir was eingefangen. So. Am Verlinken. Mit dem Konzern Biomon. Komm mit. Irgendein Neurovirus, oder? Ich muss so weg. Soll er mir sagen, warum mein Kopf und Magen eine Party feiern? Danke. Okay. Ich fahr dich. Ich steh im Mistkübel. Ich hab deine Karre dabei. Zieh dir was an. Ich warte unten auf dich. Vielleicht kriegen wir ihn da wieder hoch. Können wir dich da bitte hochschleppen wieder? Ich möchte dich gerne da hochglitschen lassen. Und tschüss. Verdammt. Ach, ich würde ihn aber so gerne vor der Polizei fliegen lassen. Darf ich bitte nochmal probieren? Let it go. Let it go. Ich würde ihn gern fliegen lassen. Bitte. Der Merch kommt morgen um 12 Uhr. Du musst ihn fliegen lassen. Ja, ihr habt recht. Ich muss. Nein, bitte nicht. Bitte ich ihn nicht fliegen lassen. So. Sieh was. Ey, er ist jetzt tatsächlich schon wieder weg, ne? Er ist weg. Okay, ich hab nichts gemacht. La 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 la. Leute, was ist denn los mit euch? Warum? Nur weil ich geschossen habe? Das ist voll die lustige Bodengegend hier irgendwie. Okay. Weiter geht's. Er ist lieber in den Boden reingefetzt. Das hat ihm mehr gefallen. Nein. Nein, ich will gerade einfach nur meine Task machen.
Fresse polieren. Ja, das mache ich auch gerne. Ach, die sind hier alle tot? Oh, darf ich hier wieder nicht rein? Oh, werden die gleich aggressiv. Ach, da ist ein Crime. Was? Hä? Was ist denn das hier? Ein Kojote? Ich hasse die. Okay. Danke, Supplies, für dein Prime, für deinen Stufe 1 Sub. Dankeschön. Vielen Dank. Okay, ich gehe zu meiner Aufgabe. Es reicht mir jetzt. Was höre ich da, Geisteskrankes? Okay, ist mir jetzt auch egal. Ich werde jetzt... Hey, Homie. Lass mal sehen. Oh, da kann ich mir Waffen kaufen. Da muss ich jetzt nicht hin, tatsächlich. Lass mal sehen. Nein, wieso? Ich muss mir doch jetzt keine kaufen. Ich muss doch wo ganz anders hin. Hol die Waffe bei Wilson ab. Ach, lass mal sehen. Wilson? Ich würde gerne eine Waffe abholen. Ich weiß aber nicht, welche. Welche soll ich denn abholen? Danke, Fruktis, für dein Prime. Dankeschön. Welche soll ich denn holen? Ich muss doch mit ihm auch normal reden können, oder? Ich muss da hinten rein. Da hinten ist doch die Waffe. Die, ach, wie komme ich denn da rein in die Tür? Lass mal sehen. Nein, ich will in deine Stube rein. Ich möchte... Absolut. Nein, dabei können wir es nicht belassen. Meine Scheiße, er hatte so eine Uniform an. Die mit dem Ausrufezeichen? Ah, okay. Lass mal sehen. Die mit dem Ausrufezeichen. Hier. Okay, und dann habe ich die. Und dann habe ich die gekauft. Vielen Dank. Okay. Ach, deswegen, ich hätte die vorhin einfach nur kaufen müssen. Dann hätte ich da hochgekonnt. So. Hallo an alle, schön, dass ihr da seid. Endlich Unterhaltung. Hat gerade eine Online-Klausur geschrieben. Oh, ich hoffe, sie war gut. Woher weißt du, dass ich hier bin? Und wer ich bin? Ich weiß, wie man an Infos kommt. Wie eine Art Sammlerin. Bis dann, wie? Ach ja, diese Sirenen erinnern mich immer nur Jörg. Danke, Leute, so lieb von euch. Habt ihr schon die Sidequests mit Annie Synchro-Part gefunden? No, noch nicht. Ich habe aber die von Hand of Blood und Kronk gesehen. Die war sehr lustig. Let it go. Reden wir jetzt mal über gestern. Okay. Genau, der Stream hat später angefangen, weil ich hatte Problems. Boah, geil. Die Frau der Stunde. Hast ja ewig gebraucht. Hab vom Warten richtig Hunger gekriegt. Ja, und jetzt muss ich was essen zu gucken. Dann besuchen wir Senor Vector. Gestern hast du was von einer Überraschung gesagt. Erinnere ich mich richtig? Oder war ich high? Wahrscheinlich beides. Vergisst ja dauernd alles. Tja, sieht so aus, als hätte ich einen hübschen Job. Erzähl. Ich meine, vielleicht ist es auch nichts Großes. Aber das Ding kommt von einem gewissen... Wie war doch gleich sein Name? Ah ja, Dexter Deschamps. Der Topfixer in der ganzen Scheißstadt. Der fettärschige Gangster-Messias vom Afterlife. 300 Pfund. Vergoldete Coolness. Dachte, Dex wäre vor Jahren aus dem Ring geflogen. Hat sich mit den Falschen in Pacifica angelegt. Dann gab's Ärger. Gangkrieg vor 2 Jahren. Dex war irgendwie darin verwickelt. Gab eine Menge Leichen, als die Ballerei endlich vorbei war. Aber Dex hatte Glück. Konnte untertauchen, bis alles ruhiger wurde. Hat eine Weile gebraucht. Aber ist mit einem Paukenschlag zurückgekommen. Jack, der Typ steckt bis zum Ellbogen im Blut. Und du willst ihm die Hand schütteln und für ihn arbeiten? So ist das eben wie. Jeder hier hat Blut an den Händen. Abhaken und weitermachen. Dachte Dex wäre. Oh nein, ich hab's schon gehabt. Wann kommt denn die Synchro-Rolle mit Kronk und Hanno? Ich würde es voll gerne hören. Amen. Ups. Eine Win-Win-Situation. Wie hast du das angestellt? Deine Niere angeboten oder so?
Soweit ich weiß, sind wir nicht gerade Decks Typ. We only accept nicht. Euro-Dollars. T-Bug, sie hat den Kontakt hergestellt. Ich wusste schon, als sie mich sah, dass wir den Job haben. Oh. Ich meine, guckst dir an. Niemand kann diesem Kerl widerstehen. Hot Cross Buns. Sicher, Jack. Wenn du meinst. So. Wie genau sieht der Job aus? Habe ich das nicht schon gefragt? Okay, was ist das für ein Job? Kommen wir da auch lebend wieder raus? Unser Messias will dich persönlich sprechen. Unter vier Augen. Kein Stress, aber der Deal hängt jetzt nur an dir, Chica. Gut, sag ihm Bescheid. Ich höre mir an, was Dex zu sagen hat. Dex ist der Fixer vor dem Herrn. Versteh mich nicht falsch, ich habe nichts gegen Padre und Macaco. Aber Dex ist eine komplett andere Liga. Du weißt schon. Nicht wirklich. Hör mir auf mit Fixern. Die angelnden Kunden suchen sich den billigsten Idioten für den Job und entsorgen dann seine Leiche. Scheiße. Genau so ist es wie. Mann, bin ich vollgefressen. Hab dein Auto dabei. War gestern in der Werkstatt, um die Beulen von unserer Begegnung mit den Scarfs zu glätten. Danke, Jack. Weiß ich zu schätzen. So. Danke, Schlaß, für dein Prime-Cosplay. Heißt, du hörst nicht immer auf? Die Community hat mich genötigt. Eigentlich wollte ich sie nicht aufziehen. Finde ich auch, Laura. Ich sehe es genauso. Weil Laura spricht quasi LGBTQ an und sagt halt, es ist eigentlich schade, dass es überhaupt eine Bezeichnung dafür geben muss. Weil eigentlich sollte es ja egal sein, wer worauf steht und überall toleriert werden sollte. Sehe ich genauso. Und dass jedes Jahr irgendwas dazukommt, weil Leute nach Toleranz schreien, die eigentlich selbstverständlich sein sollte. Terl, danke für dein Prime. Aber ich denke mir auch, da es leider nicht so ist, bin ich froh, dass es eben so einen Ausdruck gibt, dass Leute wissen, jeder ist hier willkommen, hier braucht sich keiner drum anlabern lassen und deswegen habe ich es drin. So. Miguel hat mal wieder beste Arbeit geleistet. Die Karre ist wie neu. Wird sich noch zeigen. Fahren wir jetzt oder was? Lass uns das Baby in Aktion sehen. Immer noch, Chica. Ich glaube, nach der Mission können wir nämlich frei in der Open World rumdüsen. Jetzt erstmal eine allgemeine, eine gemischte Tüte für Ellie. Voll süß. Danke, dass du ansprichst. Übrigens heißt es Lauran und nicht Oh, tut mir leid, da ich männlich bin. Tut mir leid, Lauran. Ja, Lauran. Finde ich, hast du absolut recht. Aber da wir leider in so einer wundervollen Welt noch nicht leben, finde ich es auch okay, dass es sowas gibt, dass Leute wissen, hey, welcome. Wollte sowieso bei und nein, ich muss fahren! Aber ein Date mit Misty. Oh, scheiße, das fährt sich was ja ganz komisch. Sagst. Oh, shit. Sie ist so süß. Oh, das ist ja total ungewohnt. Hilfe, ich fahre... Aber es ist witzig, weil ich fahre hier auf dem Controller anders als auf dem anderen Controller. Okay, interessant. Ja, ich fahre das allererste Mal in meinem Leben. Hups. Ich habe nichts getrunken. Ich fahre einfach nur. Okay. Konzentration und... Oh, das tut mir jetzt aber leid. Aber hey, scheiß drauf. Ich weiß gar nicht, ob ich richtig fahre. Ich bin falsch gefahren. Was ist, wenn ich da hochfahre? Passiert da was? Das ist die falsche Spur. Kommen mir da Autos entgegen? Jetzt bin ich aber gespannt. Ich will es ausreizen. Was passiert, wenn ich wo etwa, wo ich, wenn ich... Oh, da vorne ist eine Sperre, oder? Oh, das ist krass gemacht mit dem Licht. Hey, Polizei! Ich habe nicht getrunken. Okay, es juckt keinen. Oh, shit. Nein, ich gehe weg. Alles klar. Hilfe. Mrs. Story, danke für dein Primey. Ich gehe ja schon. Nu, hast du einen Führerschein? Ja, na klar. Ich habe schon sehr lange einen Führerschein. Ich habe, glaube ich, länger einen Führerschein, als manche von euch alt sind. Ich habe mit 12 meinen Führerschein gemacht. Ich bin schon sehr lange am Fahren. Ich bin ein sehr guter... Oh, fuck. Was geht denn hier ab? Was war das? Ist auch egal. Ich fahre jetzt zu meinem Ziel. Okay. Weg mit euch. Oh, ich habe es geschafft. Oh, ich hab's geschafft. Komm zu mir, wenn Vic deine Schaltkreise entstammt hat. Dann was geht denn hier ab? Was ist denn das für einer? Hey, was machst du? Du hast einen Totenkopf. Ich weiß genug über Leute wie dich. Ich will doch nur deinen Totenkopf erforschen. Ist dir kalt? Das lässt sich ändern. Oh! Hey, sag mal, wer schießt denn hier? Hört ihr das? Los, ich warte. Wer schießt denn hier? Ich muss da hin.
Was geht denn da eigentlich ab gerade? Hallo? Die scheinen eine Menge Spaß zu haben. Da würde ich gerne mitmischen. Hallo! Was machst du da? Ah! Nein, lass mich! Oh mein Gott, alle auf mich, wie gemein. Hilfe, ich wollte nur helfen. Ich wollte nur helfen, alles gut. Lass mich rein. Lass mich rein in den Van. Hey, warum denn alle jetzt auf mich? Oh mein Gott. Ich muss weg hier. Sven! Sven, du musst mir helfen, Sven! Die sind alle durchgeknallt! Was willst du von mir? Du musst mein Schutzschild sein! Tu mir nichts! Holy shit, Kampf! Ich will überhaupt nicht in den Kampf verwickelt sein! War hier nicht irgendwo die Quest von Hanno, Leute? Ist hier nicht irgendwo die Hanno-Quest? Hanno-Quest! 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 Ist hier nicht irgendwo die Hanno-Quest? Okay, tschüss, ich geh. Alles gut, Leute, ich wollte euch nicht stören. Okay. Weißt du, jetzt erst checken sie die Schüsse. Das war. Oh, das hat geile Autos. Kann ich mir da eins klauen? Nein, tatsächlich nicht. Okay, ich gehe wieder. Die sind ja gestört, weißt du? Da kommt die Polizei nicht. Aber wenn ich die Polizei schräg anschaue, alles klar. Was ist eigentlich mit dem hier? Kann ich den mitnehmen? Warum ist der tot? Okay, nee, wenn da eine Hanno-Quest ist, hoffe ich aber, dass er Opa singt. Bei Knu schaue ich trotzdem gern zu. Ach, das ist süß. Danke, Lehrerin. Okay, ist nichts passiert. Wo warst du, als ich dich gebraucht habe? Oh, hallo. Ja, schwinge ein bisschen die Hüfte. Nicht so steif. Nicht so steif. Ein bisschen mehr musst du schon zeigen. Ich habe gesagt, du sollst mehr zeigen. Ich bleib so lange hier. Misty und ich haben uns viel zu erzählen. Och, das ist dein Date. Darf ich pinkeln? Du siehst fröhlich aus. Bin ich auch. Ich geh pinkeln und ihr hört dem cringen Gelaber von denen zu, okay? Aber... Bis gleich. Viel Spaß. Wir haben einen neuen Job. Von einem großen Fisch. Im Afterlife. Oh, wird das gefährlich? Keine Sorge, Amor. Wir sind kugelsicher. Hallo, ist da jemand? Und da heißt es, ich habe den Kopf in den Wolken. Erde an wie? Hallo, ist da jemand? Und da heißt es, ich habe den Kopf in den Wolken. Erde an wie? Hallo? Ist da jemand? Und da heißt es, ich habe den Kopf in den Wolken. Erde an wie? Hallo? Ist da jemand? Und da heißt es, ich habe den Kopf in den Wolken. Erde an wie? Hallo? Ist da jemand? Bin ich wieder. Und da heißt es, ich habe den Kopf in den Wolken. Die reden ja immer noch. Erde die reden ja immer noch. Habe ich was Wichtiges verpasst? Hallo? Ist da jemand? Jetzt wird es aber langsam eintönig. Sagt ihr warum? Was labern die? Jetzt bin ich aber gespannt. Die reden immer noch. Wiederholen die sich und die ganze heißt Zeit? Es, ich habe den Kopf in den Wolken. Erde an wie?
Ach so, okay, ich muss irgendwas. Ach, das ist ja witzig, die reagieren drauf, weil ich sie seit stundenlang angeier. Ist da jemand? Witzig. Ja? Sehr lustig. Ja, das ist cool. Oh, was ist denn? Mensch, oh, ups. Ich möchte, kann ich da rein? Entschuldigung, ich muss immer alles bei so Open-World-Games, muss ich immer alles genau anschauen, weil ich das super spannend finde. Oh, Katzi, komm her. Oh, Katzi. Hast du kleine Hautstinki-Faltis? Streicheli, Katzi. Ja. Danke, Schwabo. Seit 4 Monaten dabei. Vielen Dank. Oh, Streicheli, Katzi. Kann ich dich auch streicheln? Ich kann sie auch streicheln. Kann ich dich streicheln? Ich würde dich gern streicheln. Du siehst sehr nett aus. Okay, ich gehe dann mal. Du bist doch noch ein Kind. Mein Daddy ist viel besser als wie deiner. Diese Welt ist verstörend. Diese Welt ist kalt und verstörend. Oh, hey, was ist denn das Fesches hier? Hey. Na? Ich glaube, der geht's nicht mehr gut. Ich brauche ein Nickerchen. Nur ganz kurz. Ja, dann viel Spaß. Was? 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 Santa Foot? Wer ist eine Foot? Hey, Kollege, du siehst cool aus! Hey, du auch! Was ist eigentlich mit den Leuten alle los? Sie sind entweder alle dicht und da oben wird auch schon wieder nicht geil getanzt. Was ist denn das da oben? Okay, die fühlt's schon da oben, muss ich sagen. Das, die fühlt's schon. Ja. Okay, weiter geht's. Viel. Was sagt er denn? Okay, ich juckt ihn gar nicht. Und die? Auch nicht. Okay, wir machen die Mission weiter. Ja, weiter. Hey, fit wie ein Turnschuh, alter Ripper. Schön, dich zu sehen. Auch schön, dich zu sehen. Weißt du, andere Frauen machen ihre Nägel, der schraubt sich also, am Arm rum. Was führt dich zu mir? Letzter Job. Hab mich mit dem Neuro von einer Kundin verlinkt und mir vielleicht was eingefangen. Migräne? Übelkeit? Überempfindlichkeit gegen Licht? Das ganze Paket. Okay, Kleine. Wir kriegen das schon hin. Ja. Wie geht's sonst so? Gut. Ich brauche was Neues. Werkzeug. Wie beim Chirurgen. Spielkram. Besseres Visier und festeren Griff. Und festeren Arsch. Wirklich? Mein Heck jetzt? Muss ein bisschen gepimpt werden, endlich? Mann. Vic, jetzt wird's ernst. Hab einen Job von Dexter Sean. Ein von der Oberliga. Ich brauche richtig gute Tech. Genau. Ja, Dexter, nee, ich brauche ein besseres Heck. Ja, das und das Frontgetriebe aber muss noch ausgebessert werden. Bezahlt hat er noch nicht. Hör auf zu flennen, Vic. Ich bring dir die Eddies später. Mit Zinsen. Du kennst mich. Ein letztes Mal, klar? Diese Gespräche haben viele Instagrammer jeden Tag. Setz dich hin. Was hat er sich da gespürt? Widerlich hinsetzen. Ich glaube, die werden alle nicht alt. Okay, dann. Was ist das, um Himmels Willen? Hiroshi Optik. Das Beste, was ich habe. Und passend für das, was du suchst. Das ist ein Auge. Oh, farbige Kontaktlinsen mal anders. Ich wette mit euch, keine Frau würde das mehr tragen, wenn es so ablaufen würde. Verlink dich. Ich möchte nicht. Hiroshi? Vic, das ist das Beste, was man finden kann. Klingt für mich, als wäre es genau das Richtige. Keiner Ölwechsel. Ich hab versprochen, dich zu bezahlen, aber das könnte ein bisschen zu viel sein. Uns beiden fällt schon was ein. Im Moment will ich nur, dass du in einem Stück wiederkommst. Ach, das ist aber nett von dir, Hiroshi. Verlink mich! Ja, da hat vollkommen verlinkt eine ganz andere Bedeutung. Ich scanne. Mal sehen, was da drin los ist. Das ist also mein Body. Kybernetische Implantate sind mechanische Ersatzteile für Influencer. Sie verleihen dir mitunter übermenschliche Fähigkeiten, sorgen, dass du mehr Likes bekommst und dass du einfach unnatürlich scheiße aussiehst. Obwohl die Installation von Cyberware im Jahr 2077 weit verbreitet ist, handelt es sich dabei immer noch um eine gefährlichsten invasiven Eingriffe. Also bleibt natürlich und bleibt euch selbst treu, ihr Arschlöcher. Okay, mache ich. Hört sich gut an.
Ja, dann setze ich mir mal die neuen Augen ein. Behaupte, dass alles Natur ist. Und das auch. Super. Ja, ich bin zufrieden. Mark One, wie gesagt, ein guter Scanner. Zeig Daten auf deiner Netzhaut an. Das Sahnehäubchen ist der eingebaute Linsendisruptor. Einfach gesagt, Überwachungskameras nehmen dein Gesicht nur verschwommen wahr. Aber denk dran, dein Körper ist trotzdem zu sehen. Kriege ich auch eine Kühlanlage für meine Vagina, bitte? Hm, das sollte gehen. Oh! Reagiert auch auf Kiroshita. Er hat mir nicht gerade ernsthaft geantwortet. Bin bereit, leg los. Perfekt, dann los. Wie beim Gynäkologen, Leute, wie beim Gynäkologen. Ich kenne das. Leg deinen Oberliga-Arm dort ab. Genau so, danke. Jetzt noch ein Anästhetikum und dann wird geschnitten. Spürst du was? Fühlt sich an wie beim Zahnarzt. So wie immer. Ich spüre kein bisschen. Weißt du, du fragst mich das jedes Mal. Warum sollten die Dinge plötzlich anders sein? Sicher, Kleine, ist ja nicht so, als gäbe es ein Risiko auf einen Hirnschlag oder Lähmungen. Aber was weiß ich schon, bin ja nur Arzt. Das dachte ich mir. Ich schalte kurz das Licht aus, okay? Okay, testen wir es und sehen die Magie in Aktion. Ich verlinke dich. Er hat meine Augen! Anfangs könnte dir unwohl sein. Verschwommene Sicht, wenig Kontrast, Glitches. Also, wie sieht's aus? Fühlt sich alles gut an? Wow, das ist fantastisch weg. Sehr schön. Zeit. Wenn du Menschen mit einer optischen Cyberware scannst, erhältst du viele nützliche Informationen, zum Beispiel darüber, wie stark ein Gegner sein könnte, wer zu seiner Crew gehört oder auch was für Waffentypen er verwendet. Als fähiger New Tuner erhältst du eine Liste an Quick Hacks. Für den Scanner. Mhm. So. Auf vielleicht eine Gewöhnungsphase. Ah, hier, bester Ripper-Docker in Watson Night City. Der Scanner sollte sich irgendwann mit deinen Gedanken synchronisieren und deine Absichten auslesen. Kühlanlage gefällig. der Tipp dann ist Bodo. Ich habe noch einen MCPD-Datenscanner eingebaut. Damit du, wenn du auf irgendwelche Schurken triffst, weißt, was sie getan haben. Geil. Du hast den Zugriff auf eine Datenbank. Ach cool, da kann ich mal gucken, was sie gemacht haben. Das ja klar, sind Clips erlaubt, natürlich. Jetzt zieh deine Waffe. Du solltest deine Munition und ein brandneues Visier sehen. Geil. Die Nägel müssen so störend sein. Scheiße, Victor, nicht schlecht. Ich bin sprachlos. Nimm das hier und denk an die Dosierung. Zwei Züge jetzt und weitere zwei in einer Stunde. Varanu, kann jemand Varanus Frage beantworten? Oh, auch mein weiblicher Charakter. Ich danke schön und tschüss, es war wundervoll mit dir. Erstmal noch ein bisschen Shisha rauchen und dann ciao. Oh, ist ein bisschen vernebelt. Dann los. Es wirkt ihnen, alles so ungesund und schlecht, was die mit ihren und Körpern wenn du tun. Ganz oben bist, vergiss nicht, woher muss ich schon kommst. Echt sagen, das ist einfach. Ich kann bestimmt hier irgendwas klauen, deswegen lass mich hier mal ein bisschen. Oh. Ich klau mal ein bisschen was. Wo bleibst du? Beweg deinen Arsch. Schrei mich nicht an. So, da ist doch bestimmt auch was zum Klauen. Oh yeah. Ich klau gerne, beste Freunde. Ich klau gerne, beste Freunde. Es macht mir so Spaß. So, was gibt's denn hier noch so Feines? Gibt's hier noch was Schickes für mich? Nein? Okay, alles klar. Ja, ah, hier ist doch bestimmt auch Loot. Komm. Nein! Hi, wurden die Fragen beantwortet? Also wenn ihr Fragen habt, dann fragt gerne. Auch die Community gerne die Fragen der anderen beantworten. Das fände ich sehr nett von euch. Denk an deine Deckung, du Vollkommen. So. Ist die Katzi noch da? Katzi ist weg. Oh, da ist sie jetzt. Oh, Katzi, du enttäuscht mich nicht. Komm doch mit mir mit, Mann. Meine Storyline ist viel cooler als die hier. Du musst hier nur die ganze Zeit rumsitzen. Ist doch langweilig. Katzi. Katzi, nein. Oh, Katzi, nein.
Deine Herzchakra scheint mir etwas daneben, Babe. Ich kann's wieder richten. Aber du musst dich von negativen Energien fernhalten. Wie mir zum Beispiel? Und von fiesen roten Dingen. Wie? Hör mal. Hab mit Dex gesprochen, als du beim Doc warst. Er ist in seinem Auto. Er wartet auf dich. Parkt hier ganz in der Nähe neben Gramsci Burgers. Okay, dann mache ich mal Werbung für uns. Also Donations lese ich nachher vor. Aber Subs und alles Co. Drum und dran wird mir hier. Bits werden mir hier angezeigt. Hey, wie gut kennst du Buck eigentlich? Die Mamita hat eine Schwäche. Was los? Musst mal pinkeln? Ach, witzig, der kommentiert sogar, wenn ich weggehe. Tatsächlich musste ich pinkeln. Ach, das ist ja lustig. Der geht sogar, wenn ich. Willst du? Sie, hör zu, ich habe hier eine heikle Sache. Nee, deshalb rufe ich dich an. Die Zahl der Cyberpsychoangriffe nimmt weiter zu. Das weißt du sicherlich auch. Aber mir liegt dieses Problem am Herzen. Ist jetzt auch egal. Aus verschiedenen Gründen. Was ist aus ihr geworden? Manche Leute meinen, dass man Cyberpsychose behandeln kann. Neuer Job ist weggezogen. Genau. Ich weiß, wie das klingt. Aber ich finde, selbst eine experimentelle Therapie ist besser als eine Kugel im Kopf. Wenn ich von einem möglichen Angriff höre, sage ich dir Bescheid. Vielleicht kannst du vor MaxTech vorbeischauen. Aber denk dran, du sollst niemanden umbringen. Du sollst den Angreifer außer Gefecht setzen. Und ich lass ihn abholen. Klare Anweisung, oder? Es gibt verschiedene Möglichkeiten, um Gegner auszuschalten, ohne sie dabei umzubringen. Nicht tödliche Takedowns, nicht tödliche Quick-Hacks, nicht tödliche Waffen, EMP-Granaten sowie manche Camp-Gadgets. Da Gnu aber unfähig ist, würde sie keine von diesen Dingen einsetzen, da sie es nicht kann. Okay. Ich hab dir vorhin schon... Aber sie macht aber zu mir... Guck mal, sie hat aus der Drohung von vorhin hat sie gelernt. Sie tanzt jetzt besser. Ihr wisst, wie die vorhin getanzt hat. Wo kommt eigentlich die Stange her? Hat die sich jetzt montieren lassen? Seht ihr? Die gibt sich richtig Mühe. Also ich muss sagen... War das Absicht? Neu hier? Schöner Tag, oder? Wir reden so viel, Leute. Also ich muss sagen, sie tanzt besser, ne? Oh. Oh. Bisschen mehr Elan da... Also ein bisschen mehr geht schon noch. Wie sie gleich wegrennen. Muss ich erst betteln? Was passiert denn da gerade neben mir? Ach, die Polizei ist jetzt da und verhaftet die Leute alle, die hier vorhin Scheiße gebaut haben. Ach, das ist ja witzig. Oder? Ach, die gucken jetzt, was passiert ist. Die rekonstruieren die Tat. Ach, witzig. Ich hab gesagt, es ist aufhören zu tanzen. Neben dir sind gerade Menschen gestorben. Ich mach diese Scheibe jetzt kaputt! Das ist aber eine richtige Panzerglasscheibe, ne? Und den juckt's gar nicht. Und die. Der wiggelt voll und die anderen juckt's nicht. Ich hab gesagt! Ich muss da rein. Darf ich bitte rein? Was los, Kleine? Ich hab Bock auf Spaß. Ich finde deine Tänzerin wunderbar. Darf ich rein? Ich will rein! Jo, halt Abstand! Ich will da rein! Ich will in deinen Laden! Wann kann ich da rein? Ich muss erst meine Mission erfüllen, oder? Kannst nur euch. Glaubt ihr wahrlich? Du redest mir die ganze Zeit rein. Das ist ganz schön anstrengend. Okay, wir machen die Mission und dann gehe ich zu den Mädels und zeige dem, wie man richtig tanzt. Ich kann nicht reingehen. Ich glaube, ich muss meine Mission fertig machen und dann zeige ich dem, wie man richtig tanzt. Yeah, yeah, yeah. Dann wird richtig geswingt und ich zeig den Leuten, wie man in 2021 singt und danced und moved, denn die haben nichts drauf, denn das Nuder schwingt die Hufen und ich zieh mich jetzt aus. Du verlierst Benzin? Okay, sorry. Ey, da wird schon wieder richtig geballert, was ist das eigentlich für eine schreckliche Stadt? Shop kommt morgen, 12 Uhr. Morgen, 12 Uhr, neues Logo. Yo, Miss V, ein Vergnügen. Dexter ist schon leibhaftig. Echt schweres Tier. Und du bist kein Erbe auf dem, ich versteh's nicht. Ey, Nadine, was geht? Ich wollte gerade in den Puff und ein bisschen Spaß haben, aber es geht noch nicht. Was ist dir lieber? Ein Leben als Miss Nobody, die uralt wird und nach Pisse stinkt? Oder als süß duftende Draufgängerin, die nicht älter als 30 wird? Was hat alt sein mit Stinken zu tun? Die Beste sein oder gar nicht sein, Dex.
koste es, was es wolle. Doofes Kevin und ich den Puff kannst. Der Klassiker. Oh. Genau die richtige Antwort von einem Frischling. Respekt. Ja, wir schaffen das. Keine Sorge. Okay, hör zu. Ich hab da was Großes. Riesig. Verglichen mit der Jagd auf ein paar stinkende Scavs. Lass hören. Worum geht's? Da ist dieser Tech-Prototyp. Ein Biochip, genauer gesagt. Den sollen wir klauen. Ganz einfach. Mhm. Schätze, der gehört einem Konzern. Mhm. Arasaka. Ist das ein Problem? Ich wollte gerade auch sagen, klar. Ich zeig dir was richtig aus. Konzerne verdienen keine Sonderbehandlung. Du machst keine halben Sachen, was? Das ist der Beginn einer wunderbaren Freundschaft und haufenweise Eddies. Schieß los. Wie ist der Plan? Zwei Dinger. Erst was Kleines mit den Maelstrom-Jungs, das dringend erledigt werden muss. Danach ein Rendezvous. Easy. Die Kundin, die uns den Job verschafft hat, ist ungeduldig. Will mit einem vom Team plaudern. Was für ein Problem hast du mit Maelstrom? Gibt's Zoff? Steck den Splitter ein. Ein kleiner Riegel. Wir haben echt einen Klassiker. Psycho Gang zieht ihr Ding durch, überfällt vor zwei Wochen Militech-Konvoi und entkommt. Und der Konzern weiß nicht mal, dass Maelstrom dahinter steckt. Oh, das sind neue Gegner. Die Sache ist, im Konvoi war der Flathead, kleiner Kampfbot. Ein Prototyp. Dieses Hightech-Kerlchen hätte ich gern. Denn ohne den Bot gibt's auch keinen Saka-Chip. Und das war's dann mit dem Glück bis ans Ende aller Tage. Aber pass auf, der Kleine ist ein Einwegspielzeug. Eigentlich habe ich das verdammte Ding astrein von Maelstrom gekauft. Nur leider von dem Kerl, der Brick hieß. Ich sage hieß, weil Brick der Anführer war. Bis drei Tage nach Abschluss des Deals. Dann kam sein Kumpel und Gangbruder Simon Randall, auch Royce genannt, und hat ihn gestürzt. Ach ja, Familie. Royce hat jetzt das Sagen. Und ich habe keinen killt dich halt Schimmer, safe. Aber das Wort seines Vorgängers hält. Und als wäre das nicht genug, interessiert sich plötzlich Meredith Stout von Militech für den Konvoi. Wer ist die Primadonna? Konzernagentin, Dienstaufsicht. Fragt überall wegen dem Konvoi herum, als hinge ihr Leben davon ab, ihn zu finden. Ihre einzige Spur liegt gefesselt in ihrem Kofferraum. Ihr Stock im Arsch wird nicht kürzer, also wird sie langsam verzweifeln. Entscheide du, was du mit der Info anstellst. Natürlich brauchst du dafür Infos über unser Angsthäschen. Schick sie dir gerade. Die Kundin. Wie ist die drauf? Wozu das Treffen? Ach, schön. Heißt Evelyn Parker. Sicherheitscheck war nicht leicht. Habt euch sichern lassen, dass ich Informationen suche. Und weiter? Paar Brüder aus Pacifica haben sich gemeldet. Meinten, ich soll nicht rumschnüffeln. Und das war's. Jedenfalls will die Kleine jemanden treffen, der dabei ist. Der die ganze Sache mit durchzieht. Verstehst du? Okay. Ich bleib auf Abstand. T-Bug kann ich gut mit Leuten. Und Jackie hat Talent, kann aber nicht alles. Du weißt schon, was ich meine. Bleibst nur noch du. Hab alles, was ich brauche. Legen wir los. Yeah. Genau das wollte ich hören. Ich arrangiere das Treffen mit Mrs. Parker im Lizzie's, aber den Flathead holst du allein. Wir spielen Street Kid. Ich glaube, das ist die letzte Mission für die Open World. So. Eins noch, Miss Lee. Ruhiges Leben oder ruhmreich draufgehen? Hm? Ich nehme das Erste. Wir sehen uns. Okay, Leute. Los geht's. Jaxter, hab mit Dex gesprochen. Hey, Gordito ist ein dicker Fisch. Nicht nur sprichwörtlich, was? Er meinte, er will sehen, was wir drauf haben. Aber ich hab das Gefühl, er schmeißt uns mit Maelstrom und Militech in den Ring. Es geht um einen Kampfbot. Militärischer Prototyp. Maelstrom hat ihn sich gekrallt. Dex hat sie dafür bezahlt. Aber dann hatte die Gang auf einmal einen neuen Boss. Oh, schön. Stimmt. Davon habe ich gehört. Royce gegen Brick. Feindliche Übernahme. So ist es. Danke, Dredd, für dein Prime. Dex will, dass wir mit Royce reden.
Er hat mir auch die Nummer einer Militech-Agentin gegeben, aber kein Plan, ob die uns helfen kann. Qingong. Ups. Und da ist noch was. Ich soll mit der Auftraggeberin von dem Job reden. Evelyn Parker. Du? Und was macht Dex? In seiner Limo rumfahren und über Solo Tusen anbaggern? Parker will jemanden aus dem Team treffen. Danke, Mary Lou, für den Stufe 1-Sub. Wird sich was dabei denken. Also, wie willst du das angehen? Erst Maelstrom oder erst Parker? Da ist wieder Geballer. Ich denke, wir sollten erst bei Maelstrom anklopfen. Und zwar ziemlich laut. Orale, dann gehe ich zur All Foods Fabrik. Schnüffel die Gegend etwas aus. Hasta luego. Danke, Lavia. Vielen Dank. Was führt dich hierher? Was laberst du da? Die Leute voll, du hast ein verschlagenes Auge. Wieso wird da hinten schon wieder rumgeballert, Mann? Das ist ja schrecklich. Übrigens, vorhin, ich muss das Spiel loben, eine von diesen Charakteren, als das Licht drauf geschienen ist, hatte Zellulite und Dehnungsstreifen. Fand ich richtig cool, dass sie das gemacht haben. So. Was geht da hinten wieder ab? Detektiv Gnu ist gefordert. Oh, da hinten geht's wieder ab. Soll ich mich einmischen? Oder sind es wieder so OP-Gangs, mit denen ich mich nicht anlegen kann, weil die einfach zu krass sind? Ich würde ja gerne, aber ich bin so unsicher. Haben sie es jetzt geschafft oder schießen die da jetzt ihr Leben lang? Ach, die beschießen sich sogar gegenseitig. Aha. Boah, die haben ganz schön viel Leben, ne? Ich bin Street Kid. Da ist was mit dem Sternchen da vorne. Was ist das? Detektiv Gnu. Ich hab euch geholfen, ich bin ein Freund. Feindlicher Bereich, ist mir bewusst. Hab ich jetzt den Bösen geholfen, oder? Ah. Das sind auch Tussis. Oh, Junge, warum brauche ich da noch? Ach, schon kapiert. Und wann? Kein Problem. Ich habe keine Ahnung, ihr nervt mich alle. Hey, ich habe aufgeräumt. So, die Schießerei ist vorbei. Powerwaffen. Oh, ich habe eine Powerwaffe bekommen. Ich habe ein Auto. Okay, warte. Warte. Halt, ich möchte raus. Da war doch bestimmt noch einiges zu holen. Das brennt. Ja, das haben die schon. Juckt es jetzt keinen hier, dass ich hier einen Mord begangen habe? Gibt es noch einiges zu holen? Juckt überhaupt niemanden. Ich habe Schiechen bekommen. Oh, was war das? Kommt da jetzt die Polizei? Ja, der bewegt sich noch. Soll ich den mitnehmen? Ach, der lebt ja noch. Ich heb dich trotzdem mal auf. Komm mit. Du gefällst mir. Oh, das war ich nicht. Das war ich nicht. Komm mit. Der hat gerade noch gelebt. Okay, so, komm, mein Freund, wir gehen. So, ich habe ein Item erhalten. Kann ich den in meinen Wagen packen? Geht das? Ablegen. Ach, cool. Oh, der schläft da jetzt drin. Ich nehme die jetzt alle mit. Danke, Risky. Vielen Dank. Dankeschön für dein Prime. Cool, ich nehme die jetzt alle mit. Heute gibt's was richtig Feines, Leute. Da machen wir Salami draus. So, den packen wir da auch rein. Da gehen auch bestimmt mehrere rein, oder? Ach, ich kann nur einen reinpacken. Ich will aber... Jetzt muss ich mich auch noch entscheiden. Dann nimm du den. Hier. Für dich. Hallo, Lisa. So, ich gebe jetzt jedem Autofahrer einen neuen. So, Moment, warte. Auch für dich habe ich heute noch jemanden. Kann ich dir den einfach aufs Auto legen? Ich kann sogar jumpen. Warte mal. Warte. Fallen lassen. Komm schon, lass fallen. Lass ihn fallen. Ja, so. Ja. Carwash.
Du. Car Wash. So, Rico, du kleiner Pisser, ich spiele wie ich will. Wenn es dir nicht passt, dann zisch ab. So. Okay, ich tue den mal hier einfach auch fallen lassen. So. Wunderbar, das sieht sehr schön aus. Eine Galionsfigur. So. Mit meinem Freund hinten im Gepäck kann ich jetzt weiterspielen und glücklich sein. Ist das ein Hologramm? So. Eine Fata Morgana? Ja, das machen wir auf jeden Fall. Ich mache die Mission fertig und ich glaube tatsächlich, dass wir da ein Open World haben. So, gehen wir mal hier hoch. Kann ich auch die Musik ausschalten? Oh, ach, ich kann... Wie, du hast das hinten offen? Das darf man doch nicht sehen. Warte mal. Halt! Aussteigen. Das kann doch... Ich kann doch nicht mit dem so rumfahren. Das sieht ja jeder. Halt, wie kann ich das schließen? So, schließen. So, verdammt. Jetzt aber. So. Radio gerne ausmachen. Kein Sender. Dankeschön. So. Wunderbar. Okay, dann können wir jetzt fahren. Bevor die Polizei es sieht. Okay, ich fahre mal ganz vorsichtig. So fährt sich's ja viel besser. So. Ich streame über OBS, ja. Wie schnell kann man als Street Kid in-game selber fahren? Das ist eine sehr gute Frage. Ja. Lass hören, was du rausgeholt hast. Ich kann dir zeigen, was ich rausgeholt habe. Guck mal, mein Freund. Ich habe hier was für dich. Das habe ich dir extra mitgebracht. Kann ich den auch nehmen? Halt. Ich möchte Ihnen das mal zeigen. Ich möchte mal gucken, wie er reagiert. So. Schau mal hier. Ich habe was für dich. Dex hat die Maelstromer schon für den Konzernbot bezahlt. Aber wer weiß, ob die Gangster ihn tatsächlich rausrücken. Er hat im Voraus bezahlt? Ich hole. Ach, scheiß drauf. Lass uns das Teil holen. Hast du schon einen Plan? Das wird nicht ganz so einfach. Wir reden von Maelstrom. Bei den Gangs herrschen simple Gesetze. Der Stärkste gewinnt und überlebt. Entweder du fickst oder du wirst gefickt. Okay, ab in die Höhle der Borgbestie. Na dann, reden wir mal mit den Wichsern. Na gut, klopfen wir bei ihnen an. Mal sehen, ob sie aufmachen. Gib mir Deckung, wie? Wieso soll ich dir Deckung geben? Ich hasse diese Cyborg-Wichser. Warum ausgerechnet? Er richtet sich diese Gangs sind über gleich. Die Leiche. Oh, nimm die Valentinos. Die glauben an Gott und die Santa Maria. Und er lebt auch noch. Weißt, was sie wollen, wie sie es bekommen und was sie so richtig anbiest. Er lebt auch noch. Kannst du dir nie sicher sein. Oh Mann, der arme die. Typ. Halt, ich will dir nichts tun. Ich möchte meinen Homie mitnehmen. Weil mir tut immer so, als wäre es so, oh, ich kann nicht mehr. Und wenn ich dann, warte mal, kann ich den da runterschmeißen? Das wollten wir doch. Lass ihn gehen. Komm, flieg. Flieg. Oh, das ist jetzt... Okay, warte hier auf mich, mein Freund. Ich komme später wieder. Wehe, du bist weg. Okay, komm, gehen wir. Dein Reifen brennt. Das ist doch normal. Okay, komm, wir gehen. Ich hoffe, er wartet dort auf mich. Der Arme lebt noch, der hat sich so richtig totgestellt. Wie so eine Grand Madame. Na los, kündige unsere Besucher. Ja, mach ich. Oh. Ich glaube, ich würde einmal sagen, wir nehmen hier das. B. 1C. Und. Verdammt. Scheiße, ist fehlgeschlagen. No! Nochmal. Kacke, das geht jetzt nicht mehr. Scheiße, was machen wir denn jetzt? Da haben wir jetzt die Arschkarte. Kann ich die kaputt machen? Erdan, wie? Mach schon. Ziehen wir's durch. Ja, ist schon passiert. Ich hab's kaputt gemacht. So, gibt's hier sonst noch irgendwas zu hacken? Ich möchte da rein! Öffnen Sie die Tür! Ah, hier. Oder warte. Ach so, ich hatte einfach eine... Ups.
Ups. Kenn euch nicht. Wir wollen mit Royce sprechen. Dex schickt uns. Hauptraum, wir warten schon. Ja, ich wusste nicht, dass die Fingernägel so lang sind. Ich mag eigentlich lange Fingernägel jetzt so lange auch nicht. Vor allem nicht, wenn es um Leben und Tod geht, aber ich kann es gerade nicht rückgängig machen. Da kratze ich dann immer. Oh ja, wirken verdammt gut vorbereitet. Dum, 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 dum. Hab noch nie so eine gut gesicherte Fressfabrik gesehen. Das muss Ausrüstung vom Konvoi sein. Sind sicher so, wie Maden über rohes Fleisch hergefallen. Weißt du was über ihren Boss, Royce? Dex hat ihn erwähnt. Ist wohl etwas eigen. Oh, ich kann da rauf, schau mal. Hey, was war da drin? Loot von Lootpunk. Lootpunk. Diese Cabrones hätten ein paar Kisten abgegriffen. Nicht den ganzen verfickten Laster. Oh, so viel Zeugs. Ich kann nicht mehr, ich werde welk. Oh, das nochmal leuchten. Mehr. Okay, ich habe genug gelootet. Loot. Kannst nicht lassen. Minas, Chica. Mitten in der Stadt? Glauben diese Psychos, wir sind hier im Krieg? Ich habe echt ein ungutes Gefühl bei der Sache, Jack. Ja, diese Typen sind halt... An die Personenmine. Schrappenhellschleuder mit Zielerfassung. Wunderbar. Dezent. Muss ich die jetzt öffnen? Oh Gott, das sind Gegner. Da habe ich ja richtig Bock drauf. Oh, die kann ich doch direkt mal hacken, oder? Oh nein, also ich brauche einfach nur ein B und dann nehme ich, glaube ich, das hier. Und dann habe ich hier das und kann die direkt ausschalten. E9 und ein B. Installiert. Weg damit! Terminal verlassen! Sehr schön. So, jetzt kann ich mich da nämlich reinhacken nachher und gucken, was ich worüber sehe. Da gibt es doch auch noch was, oder? Blockiert, das kann ich nicht hacken. Da oben, da ist noch ein Gegner. Ich verfasse mal die ganzen Gegner, die hier rumwieseln. Da ist einer. Überall Gegner, überall. Das explodiert! Und da oben ist auch noch ein Schwein. Mhm. Ganz schön viele. Ich würde tatsächlich am liebsten, da hinten ist auch noch einer, ich habe es genau gesehen. Ich würde am liebsten einfach dagegen bomben, weil dann explodieren alle. Ich bin mir gerade nicht so sicher, was ich am besten machen soll. Das explodiert ja gar nicht. Na super. Fress Blei, ihr Freak! Habt ihr missgeburt? Ey, nicht so beleidigend. Was macht er denn? Er wickelt voll. Schau mal, die Hüfte. Achtung, die sehen uns sonst. Ja, du, die haben uns schon längst gesehen. Dafür hast du alles getan, mein Freund. Los, Netos! Sofort! Das wird irgendwie nichts. Ich muss das wieder erledigen, ich merke schon. Kann ich mir nicht mal andere Waffen ausrüsten? Ich habe doch so viel Waffen hier gecrackt. Was gibt's denn hier noch so? Habe ich... Ah, da die Special-Waffe. Kann ich die überhaupt schon nehmen? Ich bin mir gar nicht sicher. Oh, Baby. Da muss man jetzt halt nur noch treffen, ne? Das ist das andere. Oh. Ja, da will ich das sehen. Ich nehme auch Special-Waffen. Hilfe, da kommt eine Rakete. Hacken und schneiden. Yeah. Oh, die ist gar nicht so gut. Ah! Ich muss nachladen, lasst mir Zeit! Sterbt! Sehr schön. Da oben ist noch ein Schwein. So, weg mit dir. Da hinten ist noch einer. Den snack ich mir auch. Kommen Sie bitte raus. Dankeschön, dass Sie es auch noch machen. Der ist aber ganz schön verballert. Ich muss mal noch nachladen. Stirb. Dankeschön. Oh, da ist noch einer. So, wen haben wir noch? Oha, wen haben wir noch? Okay, da hinten ist noch einer. Kommen Sie her, Monsieur. Sie sind eh schon fast am Arsch. Sehr schön. Okay, das war jetzt wieder ein bisschen laut. Noch in einem Stück, glaube ich. Oh. Ich hole mir mal wieder mein ganzes Zeug hier. Ich weiß nicht, wie ich die Waffe finden soll. Ach, der lebt noch, der Gutste. Die leben ja alle noch.
Interessant. Ja? So. Okay, wir gehen. Halt dich bereit. Ich werde euch warten. Merch geht morgen 12 Uhr online. Tut mir sehr leid. Ich habe mich da vertan. Das war meine Schuld. Wir sind alle alarmiert. Ach, Jemini. Der hat mein Homie angezündet. Ihr habt einen scheiß Fehler gemacht. Ja, aber wirklich, die haben mich angeburnt. Ich lass ihn mal im Leben, ich töte nicht. Dem ist eh schon schwer genug. So. Gibt's hier noch mehr zu bieten? Eigentlich. Ich glaube, ich habe richtig verkackt, muss ich ehrlich gestehen, ne? Muss ich ehrlich gestehen. Ich glaube. Noch nichts. Ich glaube, der Weg hier war sonst immer eine Sequenz, wo wir eigentlich einen Deal hatten. Und der findet jetzt nicht statt, weil ich. Das wäre krass, wenn sich die Story so ändert. Oh oh. Jo, ich glaube, wir haben echt verschissen. Ach, da unten muss ich hin. Ja, hier kommt jetzt nämlich niemand. War das denn so ein großer Fehler? Ach, hier muss ich öffnen. Uiuiui. Flathead. Ja, Modell hast du. Modell MC0D12. Ach, Herr Jemini. Militech-Logo. Sehen wir uns das gute Stück mal an. Mach auf. Ist diese komische Spinne? Oh ja, da ist sie doch. Cool. Ich spiele so gerne mit neuer Technik. Das ist wahre Tech-Poesie. Echt geiles Stück Chrom. Fühlt sich an wie Weihnachten. Hallo Risky, danke schön für den Prime. Ich spiele auf dem PC, aber ich habe den Xbox-Controller angeschlossen. Hab alles. Weil ich habe nämlich einen Key bekommen schon vor einigen Tagen. Und den gab es halt für PC. Jetzt mir aber auch noch auf Konsole holen. Ich sehn mich nach Frischluft. Okay, wir haben jetzt, ey cool, also eigentlich, wenn ihr sneakt, kommt hier nämlich eine Sequenz, wo ihr mit dem Bösen sprecht und da könnt ihr entscheiden, Deal oder nicht. Wenn kein Deal, schlachtet ihr euch ab. Wenn Deal, gibt ihr euch die Waffe. Und da ich jetzt geschossen habe, gibt es diese Sequenz nicht. Also achtet darauf, wie ihr spielt. Ihr werdet einiges verpassen. Das ist ein Fertigungsband. Und ich dachte, du liebst Fleisch. Nicht einfach alles klaue, ne? Kann ich hier wieder Nachrichten lesen? Oh, 5 Stück. Dringendes Meeting. Marc, ich habe immer noch was gegen diese Werbung. Die wird bei den Fokusgruppen und nicht besonders gut ankommen. Wohl eher gar nicht. Was soll das mit der Werbung Milch erreichen? Du hast die aktuellen Berichte gesehen. Selbst wenn wir den Nährstoffgehalt erhöhen und die Zusammensetzung anpassen, können wir niemals die Biotechnicals Alternativen mithalten. Ja, da kann Milch einpacken. Da werden sich die Kühe freuen. Ach so, ich kann hier weiter. Ach, hier geht's hoch, oder? Aha, schau mal. Autsch. Hier geht es also nach oben. Einsteigen. Oh, ein Glück, es bewegt sich. Los. Okay. Ich höre dich. Schon die ganze Zeit. Ich brauch das. Okay, da geht's jetzt ab, Leute. Da unten warten die Schweine auf uns. Das nehme ich mir auch noch. Wir haben das Revier im Blick. Vorsichtig. Ja, deswegen werden wir jetzt die Dinger hier hacken. La la la, es dauert ja nur 10 Stunden. Seit wann spielst du Cyberpunk? Oh, schon seit 2,5 Stunden, wie die Zeit vergeht. Wahnsinn. Dafür geht die Zeit aber wirklich schnell, muss ich sagen, Kadetten. Aber es macht sehr viel Spaß. Und vor allem werde ich jetzt gleich die Open World ein bisschen durchmischen. Und ich gehe in den Puff. Das muss ich auf jeden Fall noch machen. Ah, Ziel wechseln? Ah, jetzt kann ich mich überall einhacken. Jetzt habe ich alle Camps im Blick. Und da kann man nämlich auch die hier alle markieren. Ich weiß gerade nur nicht, wie es geht. Wie kann ich die nochmal markieren, die Leute? So? So, glaube ich, oder? Irgendwo konnte ich die markieren. Oh, kann ich da auch? Ach, da. Wo kann ich die nochmal markieren? Hier war auch noch irgendwas. Ausführen. Okay, den habe ich jetzt markiert. Ich muss sie eigentlich im Prinzip nur so markieren. Alle sind sie schon markiert. So, war jetzt hier noch ein paar Schweinchen. Also ihr könnt quasi über die Funktion immer gucken, wo ist wer. Wo gibt es was zu hacken? Wo kann man was machen? Und das wird später noch richtig kompliziert, weil ihr könnt halt echt krasse Sachen machen. Ihr könnt halt anhand von Kameras Leute ablenken, dafür sorgen, dass ihr Menschen hackt, weil die sind ja auch Cyborgs, also halb Mensch, halb Maschine. Der Hacker, das bin ja gerade ich. Oder da hackt jemand anders gerade, das bin nicht ich. Und dann quasi dadurch gucken, wer wen halt irgendwie ausschaltet. Okay. Ich bin jemand, der gerne raufgeht, deswegen würde ich einfach mal sagen, Rampage Reno.
stecken. Ladies and Gentlemen. So, wenn schon, denn schon, Leute. So, meine Waffe ist überhitzt. Oh, was war das? Oh, der hat eine krasse Waffe. Weg damit. Volltreffer. Ich mach die Fotze alle. Ey! Beleidig mich nicht so übel. Oh, ich brenne. Das war so nicht geplant. Oh, was lädt da hoch? Hä? Was lädt hoch? Überhitzen? Oh, ich glaube, das war gerade nicht gut, ne? Weil da jetzt einer uns hackt. Ich habe, glaube ich, richtig verkackt. Oh, shit. Brenne ich noch? Ich brenne noch. Oder was, wurde ich gehackt? Ich glaube, ich wurde gehackt. Also überhitzen tut meine Waffe. Ach, er sieht noch welche. Ich komm einfach mal von der anderen Seite. Ich muss währenddessen looten, sorry. Wo sind sie? Ach hier, du Schwein! Ich glaube, ich werde gerade gehackt, kann es sein? Wenn meine Waffe überhitzt, bin mir gerade nicht sicher. Irgendwas passiert hier doch gerade, mein Homie. Ich glaube, es ist dieser dumme Hacker. Da haben wir doch vorhin irgendwas gesehen, oder? Dass da irgendeiner rumhackt. Der mich, glaube ich, gerade ausschaltet da oben. Will ich mich kaputt machen? Irgendwas passiert hier doch gerade, Leute. Was passiert hier? I don't got it. Kann ich die auch kaputt machen? Eigentlich schon, oder? Wundert, dass ich die nicht zerstören kann. Hat jemand eine Idee, was das gerade hier bedeutet? Was geschieht hier? So, da hinten geht's lang. Okay, Leute. Wir schaffen das. Ich habe überhaupt keinen Zweifel, dass hier gerade irgendetwas schief läuft. Weg mit dir. Wo ist die nächste Sau? Überhitzen kommt, wenn man gehackt wird. Entweder wenn man Blickfeld eines Gegners. Ah, interessant, ich verstehe. Wichtige Information. Ich danke vielmals. Ja, ja, ich weiß, was ich sehen. Scheiße, ich dachte, das wäre was zum Ding. Ich brauche schnell was zum Heilen. Weg mit euch! Ja, ich werde überhitzt. Ich werde gerade gehackt. Von irgendwas. Ja, Hilfe! Die können dich sehen. Ist mir egal, ich überhitze gerade total. So. So, jetzt reicht's mir. Ich werde ganz gehackt hier, verdammte Scheiße. So, kommt her, ihr Arschlöcher. Es reicht jetzt. Du da hinten auch. Schluss jetzt! So. Kadetten! Es ist stressig! Aber ich habe alles im Griff, auch wenn es nicht so aussieht. Es ist in Ordnung. Hä? Da läuft noch einer. Ach, da oben ist noch einer. Wie komme ich denn da hoch? Ich komme! Ich erlöse dich von deinem Leid, Kadett. Hey, soll ich hier verrecken? Ja. Dafür hast du schon selber gesorgt. Ah, Hilfe, ich muss mich nochmal spritzen. Schnell. Oh Gott, das war aber knapp. Soll ich hier verrecken? Puff. Okay. Da sind seine Einzelteile, ja, ja. Den Rücken. Wir sind doch schon längst fertig. Wie läufst du denn eigentlich? Bist du verletzt? Was war denn das? Also, ich glaube, du kannst aufstehen, dass du jetzt hier irgendwie einen auf Sneaky machst, bringt nichts. Sie haben uns eh schon längst entdeckt. Lass es zu. Achso, doch, er hat doch recht. Kameras. So. Blockiert, ich kann die nicht hacken. Scheiße. Die auch nicht. Ich kann, ah, doch, tatsächlich. Da sind noch welche, die sind genau in unsere Richtung gedreht. Sonst noch irgendwelche? Hallo, ich bin ich glaube, ich brauche gar nicht mehr so einen auf. Doch, mega gute Sequenz, habe ich noch nie gesehen. Hey, Mister, vielleicht ein bisschen zum Greedy beim Looten.
Ja, tatsächlich. Ich habe eigentlich auch immer nur die andere gesehen. Ich habe jetzt nur die gesehen, da ich es verkackt habe. Da stehst du komplett anders. Okay. Mann, asexuell oder fluid? Wir haben das Richtige für dich. Und wir sind sexy und garantiert dauergeil. Ist das eine Nachricht von Katrin Assad? Das ist eigentlich eh egal, weil die wissen eh schon alle, dass wir da sind. Das macht keinen Sinn und keinen Unterschied. Ey, Kollege. Weg mit dir, weg mit dir, weg mit dir. Ich komm mal hoch, es dauert mir zu lang, Jungs. Und Mädels. So, wunderbar, ist alles ausradiert. Ich glaube, ich bin kein guter Assassine, Leute. Wenn ich was nicht kann, ist es Assassine sein. Oh, so viel geilen Looti. Looti, 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 Looti. Oh. Okay. Ich glaube, ich gehe mal hier rein. Oh, shit. Endboss. Ich komm dich holen. Hab mich schon gesehen. Achtung. Die sehen uns sonst. Die sehen uns überhaupt nicht. Na, wo steckst du, Kleine? Also im Prinzip wissen die eh schon, dass ich da bin, oder? Achtung! Waffen raus! Ah! Gute Idee, oh mein Gott! Ich glaube, das hätte ich nicht tun sollen, oder? Ich brauche noch eine Stell mich nicht! Oh shit! Ha! Komm schon! Lauf mal! Eigentlich gibt's eine andere Gegnerin, wenn ich nicht verkacke! Oh mein Gott! Ich muss laufen! Ich muss laufen! Oh mein Gott, es gibt eigentlich eine komplett anderen Gegner, ne? Oh mein Gott, hab ich verkackt! Mama, ich hab Angst! Mein Homie kämpft so ganz tapfer. Oh mein Gott, Hilfe! Ah! Hey, gar nicht mal schlecht. Kann es sein, dass ich ihm keinen Schaden mache? Homie, ich habe Angst und ich kann nicht rennen. Und das macht mir Angst. Mir auch. Hilfe. Ich bin zu lahmarsch. Ich gehe mal die Treppen hoch, da kommt er bestimmt nicht nach. Ach du Scheiße, hat jemand eine Idee? Hilfe! Hilfe! Kadetten, helfen Sie mir! Ich brauche eure Hilfe! Oh, voll nicht gut. Ich dachte nicht, dass ich noch eine habe. Kann mir jemand helfen? Der nimmt mich die ganze Zeit Fotze. Aua! Ich glaube, keiner von euch kann mir helfen, weil ihr alle das Spiel sauber spielt und überhaupt nicht wisst, dass das überhaupt passieren kann. Habe ich recht? Ich habe keine Ahnung. Ah, da vorne fliegt doch was, oder? Komm gleich wieder dabei! Du musst mir jetzt helfen, Homie. Man wird schon richtig abgestraft, ne? Also ich werde gerade... Ach, der ist da drinnen. Jetzt sehe ich es. Also man wird schon richtig abgestraft, wenn man verkackt, ne? Red doch nicht so mit mir! Nein, stirb du. Er ist aber gleich fertig. Gleich haben wir ihn, gleich haben wir ihn. Gleich haben wir ihn im Sack. Oh Gott. Stirb! Stirb, du Sau! Oh nein, nur noch zwei Schuss. Hey, wo ist meine Waffe? Ich hab keine Muni mehr! Ich hab keine Muni mehr. Kollege. Ich hab keine Muni mehr. Ich hab keine Muni mehr. Ich brauch Muni. Ich brauch Muni. Ich hab Muni. Schnell, hab ich Muni? Oh Gott, ich hab keine Muni mehr. Ist auf einmal auch so ruhig geworden. Komm, schon. Komm, du bist doch eh gleich tot. Stirb! Stirb! Oh, scheiße. Nein. Oh Gott, diese Drecksau. Oh mein Gott, der bringt mich sowas von um. Wo ist mein Homie, Mann? Oh, das wird dir gefallen!
Komm, er ist gleich tot. Er ist gleich tot, wenn mein Homie mir mal helfen würde. Oh Gott, Mann. Oh. Ja, nimm, ich will es haben, Mann. Das habe ich mir mehr als redlich verdient. Was hast du eigentlich die ganze Zeit gemacht? Arschloch, du hast keinen... Darfst nicht leben, du Sack. Also, ich kann euch nur eins sagen, ja? Ich habe diese Mission schon mal gespielt. Und da gibt es eigentlich ein Gespräch. Dann kriegst du die Spinne und dann kannst du entweder raus oder du bist fein raus. Oder du kriegst sogar einen anderen Gegner. Jetzt habe ich den Gegner bekommen. Aus dem Grund, weil ich Kacke gespielt habe. Und das Spiel mir sagen möchte, hey, du hast verschissen. Deswegen drücken wir es dir noch viel mehr rein. Und ich habe es trotzdem geschafft. Und es fühlt sich gut an. So. Okay, ich habe genug gelootet, glaube ich. Für mein Gewissen. Und dann würde ich sagen, ich gehe jetzt raus. Also mein Homie hat nichts gemacht, ja? Null? Null, komm schon, null. Lass uns verschwinden. Du hast nichts gemacht? Nichts. Ist mein Homie noch da? Warte mal. Jerome! Hast du... Jerome ist weg. Jerome hat nicht auf mich gewartet. Um Gottes Willen. Nein, Jerome ist weg, Leute. Bin gleich da. Ich ghoste dich. Jerome ist weg und mein Auto ebenfalls. Es ist schmerzlich, Leute, aber er hat uns verlassen. Auf welchen Schwierigkeitsgrad spielst du? Ich spiele auf Ultra Profi Ultimate für Profis. Und der Flathead gehört uns. So macht man Geschäfte wie. Du hast nichts geleistet. Da ist was dran. Nee, weil ich wie immer recht hab. Nett, dass du's merkst. Er ist mit dem Auto weggefahren, stimmt? Er ist mit dem Auto weggefahren. Ah, ich liebe diese Stadt. Die Stadt der unbegrenzten Möglichkeiten. Oh, da hinten ist Loot. Und des brüderlichen Hasses. Kaufen? Ich sollte mir auch mal eine bessere Waffe kaufen. So ein Sturmgewehr wäre doch mal ein Traum. Ich habe mir das jetzt schon gekauft, ohne dass ich irgendwie bestätigen gedrückt habe. Das heißt, ich drücke einfach A und es ist gekauft, oder wie? Okay, dann akzeptiere ich das natürlich. Habe ich es jetzt nochmal gekauft? Ich bin mir nicht sicher. Kann ich es jetzt... Oh, ich kann es auch zurücklegen. Ah, okay, ich hätte gerne Sturmgewehr, dankeschön. Kannst du so gut wie jeden Scheiß schaffen. Darf ich fahren? Es sei denn, du fängst dir eine Kugel ein. Aber selbst dann trittst du mit einem Knall ab und die Straße redet. Die Straße erinnert sich. Erfolg auf ganzer Linie. Was jetzt, Jack? Was jetzt? Jetzt gehe ich zu Misty, damit ich mich wieder so richtig lebendig fühle. Das hätte böse ausgehen können heute. Keine Frage. Tja, Berufsrisiko halt, Jack. Gerade noch rechtzeitig unterm Sendermann weggeduckt. Du hast die Waffen verkauft. Das muss gefeiert werden. Auch wenn wir das echt oft feiern. Ich muss mal lesen. Und sag Dex, dass wir ihm sein Spielzeug besorgt haben. Ahí luego. Ich hab sie doch noch. Ruf Dex an. Wie sieht's aus, Miss V? Hab den Bot. Und wie ist es gelaufen? Gab's Probleme? Nö. Und was ist mit der Militech-Sache? Hab's ohne Militech durchgezogen. Das Risiko war mir zu hoch. Und wie hast du Royce dazu gebracht, ihn dir zu geben? Mit roher Gewalt. Der einzige Weg, der immer funktioniert. Du hast was drauf, Miss V. Was ist mit dem Treffen mit Evelyn Parker? Darum kümmere ich mich noch. Mhm. Ohne das Treffen hast du keine Chance, an den Chip ranzukommen. Parker wartet auf dich im Lizzie's. Viel Glück. Verpiss dich! Hey! Ich hab genug von Maden wie dir. Sei doch nicht so böse. Ich brauche ein Auto. Ach, wenn man schon ruft. Hey, anhalten, 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 um Gottes Willen. Ich wollte schon immer so einen heißen Van fahren. Nein, halt, ich komm mit. Ey, es geht sogar. Aber fährt überhaupt dahin, wo ich will? Ich weiß es gar nicht. Scheiße. Dann nehme ich halt dich, ist mir wurscht. Raus hier bitte einmal aus ihren Van. Du Arschloch. Hallo, ich brauche einen Van. Bitte. Danke, Mareike, für den Stufe 1 ab. Und Pitaxos, danke für den Prime für 3 Monate. Dankeschön. Ich brauche ein Auto. Dann laufe ich halt die Autobahn entlang.
Ich könnte die sogar hier in der richtigen Bahn. Ah, nee, könnte ich nicht. Kann ich jetzt in den Puff? Habe ich hier eine Karte? Oh. Wo war der Puff nochmal? Wo war der Puff? Wo war der Puff? Ich gehe jetzt in den Puff. Ich habe jetzt Spaß. Ich habe jetzt so lange geackert. Jetzt heißt entspannen, Leute. Genauso mache ich das jetzt. Was für eine coole Open World. Sektor 11, 12. Wunderschön. Schön nach Status geordnet. Richtig toll. Du hast doch etwas bekommen, um dein Auto zu rufen. Ist das so? Hab ich das? Oh, du hast recht. Um Himmels Willen bin ich verballert. Auto, komm bitte. Oh, da ist es ja. Das ist mein Auto? Ist aber ein bisschen unbefriedigend. Okay, ich steig mal ein. Dankeschön, Steffi. Frechheit. Nerv mich nicht. So, ich mache jetzt erstmal Musik aus hier. Nix Royal. Kein Sender. Fahren. So. Wo war der Puff? Ich will doch nur ein bisschen Spaß haben. Kann ich auch irgendwie... Halt, nein, 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 nein. Was soll denn das? Kann ich ein bisschen Leute anmucken? Hey, Leute. Wo seid ihr? Ups, voll peinlich. Ah, hier war ich doch vorhin chinesisch essen. Hey, Leute. Jemand Bock? Weiß jemand von euch, wo der Puff ist? Ich weiß, das sollte man seine Community nicht fragen, aber in dem Fall ist diese Frage wirklich sehr berechtigt. Wo ist der Puff? Wo ist der Puff? Muss ich dem Typen jetzt erstmal die Spider bringen, um alles abzuschließen? Oder wie ist es? So. Da wird schon wieder geschossen und die Polizei steht daneben. Schau auf Google Maps. Hast du vielleicht eine Map? Ja, aber ich kenne das Zeichen nicht. Ich weiß nicht. Begib dich zwischen 18 und 6 Uhr zu Lizzie Bar. Lizzie's Bar ist doch 100 pro ein Püff. Oder ist da hinten der Püff? Warte mal. Hat die gerade Japanisch gesprochen? Mann, wow. Hat die gerade Japanisch gesprochen? Ich hab jetzt noch gerade jemand Japanisch sprechen hören. Lizzie's Bar hört sich schon so ein bisschen an, oder? Okay, ich gehe mal zu Lizzie's Bar. Los geht's. Ah, du gehst jetzt so gesehen zu ein. Ja, dann würde ich sagen, was ist hier markiert? Okay, gut, wir gehen zu Lizzie's Bar, Leute. Wuhu! Wo ist eigentlich Hennos Mission? Wo ist Hennos Mission? Ja, ist Puff. Wunderbar. Genau da will ich hin. Fahre ich gerade auf der falschen Spur? Nee, auf der richtigen. When you tried your best. Sieht geil aus, oder? Sagt ihr. So, jetzt machen wir hier mal einen ganz krassen. Hey, Lizzie! Wuhu! Geil! Oh, sorry. Habe ich gerade jemand überfahren? Glaube nicht. Es wird besser werden. Ich warte auf einen Freund. Dann lass die Flasche fallen! Oh, nicht das! So. Ach hier, geil! Wie wär's mit deinem heißen Beatty? Klar, ich geh mal rein. Ich geh mal rein. Hallo, Chica. Erst die Hausregeln. Unerlaubtes Aufnehmen jeglicher Art ist streng verboten. Du weißt doch, dass du dich auf mich verlassen kannst. Kein Grabschen. Klar. Gefällt dir jemand? Fass ihn nicht an. Wähle im Katalog, bestelle einen BD und verzieh dich in die Kabine. Sehe ich so grün aus, als würde ich nichts wissen? Mhm. Dann geh rein. Geil. Viel Spaß, Let's Poppe. Get ready to rumble! Oh, fuck off, Dev. Süßes kleines Gesichtchen. Fuck off, Dev. Geil. Wir haben nicht alle Zeit zum Quatschen. Hui. Du siehst nach Ärger aus. Wieso? So, ich muss jetzt erstmal den Puff, Leute. Way, was geht denn hier ab? Wo sind die heißen Chicks? Wo sind die heißen Chicks? Hey, Dante ist auch Wenn da. Wenn du was zu sagen hast, raus damit. Ja, du kannst. Steh nicht rum, als hättest du einen Stock im Arsch. Du kannst nicht tanzen.
Ich zeig dir, wie ich tanzen kann. Aha. Yeah. Mhm. Was haben die denn für Augen? Ach, die flashen sich gerade weg. Ja? Willst du was loswerden? Ja, du kannst nicht tanzen. Wann habe ich bitte jemals Scheiße gebaut? Im Ernst? Wo soll ich anfangen? Ah, hier ist Lizzie. Aber ich möchte noch mal ein bisschen Spaß haben. Was geht denn hier so? Davon ab, wo sind denn hier die heißen Chicks? Hier. Adlerauge, Baby. Ja, wo kann ich mir jetzt einen Katalog eine buchen? Ich möchte mir gerne eine buchen jetzt. Was kann ein geiles Stück wie ich für einen scharfen Kerl wie dich tun? Ringelpiez mit anfassen oder was Versautes? Wachs? Elektrosex? Seppis? Powerimplantate? Nicht doch. Ich will dich und deine Freundin mit Stöckelschuhen, Augenbinden und Knebel. Kein Problem. Kaufst du oder willst du mieten? Mieten? Was macht das? Entspann dich. Wir schreiben es an. Ich habe genau das Richtige für dich. Der hier ist von mir und Candice. Du wirst uns überall spüren. Versprochen. Viel Spaß mit uns, Baby. Stammkunde! Stammkunde! Oh mein Gott, was habe ich da gerade gehört? Ich gehe jetzt rein in die Kabine. Alles ist in Ordnung, echt. 18 plus, oh Leute, wir müssen... Wie gesagt, Leute, der Stream ist ab 18, raus mit euch. Erstmal auf die Toilette, was geht hier so? Ach, hier sind die Kabinen. Meine Titten, Bitch. Oh, was für ein süßes kleines Gesichtchen. Küss meine Titten, Bitch! Nein, danke, ich habe meine eigenen und selbst die kann ich nicht mal küssen. Ich komme nicht ran. Mein neuer Klingelton, küss meine Titten, Bitch! Was geht hier? Ist nicht mein Frag, wenn du den Pegel haltest. Konnichiwa. Ja, ach, was willst du? Hat der gerade geredet wie eine Frau? Hä? Habt ihr es gerade gehört? Silber, hey. Konnichiwa. Ich hab's doch genau gehört. Okay, whatever. Okay, interessant. Was gibt's noch hier? Oh, der fühlt's ja richtig. Yeah, Mann, Baby, yeah! Geh in den Split! Geh in den Split! Was geht denn hier eigentlich ab? Oh, Mann. Ja, er fühlt's. Er fühlt es! Ja, sehr schön. Er fühlt es. Oh, Dankeschön für 2 Monate und für eine Stufe 3. Dankeschön. Nika, vielen Dank. Ja, okay. In den Kabinen geht ja irgendwie nicht viel. Hier ist der öffentliche Club. Geht hier noch irgendwas? Oh, hier ist alleine. Oh, kann ich mir eine buchen, oder? Wie geht's denn so, Herzchen? Oh, gut, Schatzilein. Ich gehe jetzt in den 18-Plus-Bereich. Oh, hier gibt's Sadomaso, Leute. Willkommen im 18-Plus-Bereich. Ach, hier sind die Kabinen. Naja, es ist etwas... Ganz ruhig. Der Konzern bezahlt doch. Bin ich in der Stimmung? Geh bitte einfach. Ja, hat man gerade gesehen. Also hier sind die Kabinen. Da geht ja gar nichts. In den Kabinen. Mareike, danke für 100 Bits. Nichts ist gratis. Ich fang gerade erst an. Ja, dann mach mal hin. Ne? Was geht hier ab? Was zur Hölle ist hier los? Okay. Ach, die hat gekotzt. Gitti. Oh, hi. Na? Du bist ja noch so alleine hier. Du hast deine Händchen nicht unterm Waschbecken. Das wird so. Ich gebe niemals nach. Du solltest einfach nur deine Händchen unter das Wasser halten. So wird das nichts. Kann ich hier auf die Toilette vor dir gehen? Das war gerade ein echt unangenehmer Moment, ne? Also hier. Okay, ich gehe jetzt mal zur Mission. Alles klar. Dass die den Frau R Sex bringt, nur weshalb auch Braindance. Ah, I see. Ah. Hey. Willst du was trinken? Was gibt's hier so? Aufstehen, ich muss los. Ich suche Evelyn. Ich suche Evelyn Parker. Danke für 500 Bits, Nikita. Dankeschön. Wer fragt? Ich bin Vi. Bin hier mit ihr verabredet. Ist mir dein Vergnügen, Vi. Ich bin Matteo. Aha. Ist ja schön. Und Evelyn? Der Club ist groß. Du wirst schon selbst nach ihr suchen müssen. Ist schon gut, Matteo. Ich hab sie erwartet. Oh, hallo. Konnte ich dich denn nicht sehen?
Evelyn Parker. Ich wusste gleich, als du reingekommen bist, dass du's bist. Komm, wir saufen erstmal. Und zwar alles. Auf einen Schlag. Hm, nichts geht über Sansom. Aber woher weißt du das? Oh, ich bin schon Hacke. Ich kenne gern die Leute, mit denen ich hätte nicht trinken sollen. Vielleicht habe ich aber auch nur gut geraten. Was dagegen, wenn wir über den Job reden? Hab gehört, du hast was für mich. Schade. Mhm. Aber nicht hier. Los, komm mit. Ich bin schon Hacke. Wir sind in der Lounge, Matteo. Wenn jemand fragt, wir sind nicht da. Sehr freizügig, die Evelyn, ne? Die weiß halt, wie es geht. Und sie läuft auf ihren hohen Hacken wie ein Model. Oh, wir gehen auch in eine Kabine. Das freut mich doch. Oh, hallo. Hallo, 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 hallo. Was sehe ich denn? Was sehe ich denn da? Da setze ich mich doch super gerne hin. Ja, lass sie ruhig tanzen. Evelyn. Nicht rauchen, Evelyn. Im geschlossenen Raum. Das tut man nicht. Krass, wie der Rauch gemacht ist. Dex hat viel über dich geredet. Du seist professionell, effektiv. Ich bin sehr professionell. Ich hoffe, er hat nicht zu viel versprochen. Ich bin die Beste. Ich mach meine Sache gut. Hab eine verlässliche Crew und noch nie einen Job vergeigt. Dir ist klar, dass ich von dir mehr erwarte, als Datenterminals an der nächsten Straßenecke auszukratzen, oder? Viel, viel mehr. Ich bin die Beste und weiß, was ich tue. Dex hat sich klar ausgedrückt. Der Job ist riskant. Habt ihr eigentlich lange zusammengearbeitet? Du und Dex? Schreibst du Dex' Biografie? Tut mir leid, aber ich weiß kaum etwas. Mit anderen Worten, ihr kennt euch kaum. Und doch hat er dich angeheuert. Interessant. So, reden wir ums Geschäft jetzt. Warum kommen wir nicht endlich zur Sache? Was hast du für mich? Dein Ziel. Ich nehme an, du kennst es. Relic. Ein Sichere-deine-Seele-Schmuckstück. Richtig gute Tag. Der H1A mit Stern. Wir haben's mit Arasaka zu tun. Das macht die Sache scheißgefährlich. Arasaka hat Milliarden in Persönlichkeitstransfer-Tech gesteckt. Aber ich will bloß die Daten auf diesem Chip. Er liegt gesichert im Konpeki Plaza, dem Hotel. Warst du da schon mal? Nein, ich schicke Konzernhotels? Nein, nicht meine Preisklasse. Das Dekor ist umwerfend. Wirst du gleich selbst sehen. Also, wo genau finden wir diesen Chip? In einer Suite im obersten Stock. Dort wohnt Yorinobu Arasaka. Yorinobu Arasaka? Er ist in der Stadt? Liest du denn gar nicht? Die Medien haben sich darauf gestürzt, als Yori nach Night City kam. Es war in allen Schlagzeilen. Jedenfalls ist er der Erbe des Arasaka-Imperiums. Saburo Arasakas einziger überlebender Sohn. Und jetzt will Arasaka Junior in Night City die Macht an sich reißen, oder wie? Nur eine Handvoll Leute in Night City kennen Arasakas wahre Absichten. Und du gehörst dazu? Hör mal, wenn du jetzt noch Asse im Ärmel hast, solltest du sie langsam ziehen. Werd mir nicht gleich feucht, meine Liebe, aber... Yorinobu hat sich den Chip aus Arasakas Labor geklaut, weil er einen Deal mit Netwatch hat. Die wollen ihm das Ding abkaufen. Hast du mein Ass gefunden oder muss ich deine Nase reinhalten? Wie redest du denn mit mir? Also keine Arasaka-Sicherheit auf dem Chip, weil Yorinobu ihn geklaut hat. Und wo versteckt er ihn? Wahrscheinlich in einem Spezialbehälter, der eine organische Neuralumgebung imitiert. Von außen wird es wie ein ganz gewöhnlicher Koffer aussehen. Und der Koffer ist wo? Das wirst du bald selbst sehen. Natürlich erst, wenn du mit deiner Arasaka-Fragerunde durch bist. Okay. Und was jetzt? Jetzt kommt das Beste. Folge mir. Hab was für euch. Sollte beim Planen helfen. Braindance vom Konpeki Plaza. Was soll ich mit einem Braindance? Ich brauch Fakten, kein Fick. Denkst du, wie die sind nur dafür gut, sich auf ich brauch Fakten, kein Fick. Nein. Sie können wirklich sehr nützlich sein. Nichts zu danken. Um Details zu analysieren, die nicht mal verchromte Wahrnehmung schnallt. Das ist genau das, was du brauchst. Ich hab Angst, dass jetzt etwas Krasses kommt. Yorinobu Sweet. Was machst du? Ich schau mir deine heißen Ischen an.
Yorinobu Suite. Und zwar von innen. Den Relic musst du selbst finden. Ich hoffe, ich habe dafür genug Details aufgenommen. Moment. Hast du das etwa aufgezeichnet? Mhm. BD-Rec-Implantat. Danke, Telnek, für dein Prime. Und danke, Nika, für 500 Bits. Dankeschön. Das soll also Yorinobus Haus auf dem Band sein. Das heißt, du warst drin. Kennt ihr euch? Wie sonst bin ich an all die Infos gekommen? Ich kenne ihn, ehrlich gesagt, sogar gut. Wir haben einen Deal. Rein geschäftlich. Gut für uns beide, denke ich. Hm, dann zeig mal diesen Braindance. Oh Gott, kriege ich jetzt Braindance? Judy wird uns helfen. Auch ne Mox. Wir kennen uns schon ewig. Nein, das ist mir neuer Long für Among Us. Ich brauche Fakten, kein Fick. Klar. Wie? Okay, das ist wichtig. Judy war immer an meiner Seite. Hat immer geholfen. Ich vertraue ihr. Aber sie ist ne Mox und kein neues Mitglied deiner Crew. Vergiss das nicht. Also, sei ein braves Mädchen. Benimm dich. Und halt deine Zunge im Zaum. Entspann dich. Glaub's oder nicht, ich kann durchaus taktvoll sein. Okay, ich bin gespannt. Gibt es einen Brainpick? Oh, die geht auch von ab, ne? Hey, da bist du ja. Das ist Vee. Sie ist für den BD hier. Vee, das ist Judy. Die beste Braindance-Editorin, die ich kenne. Ja, ja, jetzt ist gut. Ich kotz gleich. Hey, Judy. Hab dein BD kompiliert, F. Was meinst du? Zu gebrauchen? Ziemlich ungefiltert. Aber sollte gehen. Die sieht fesch aus. Tief rein. Danke, Schneewolchen, für dein Prime. Na dann, passen wir ihn auf sie an. Wuhu! Ich hab schon mit schlimmerem Scheiß zu tun gehabt. Solltest mal die Jig-Jig-Street-Pornos sehen, die wir manchmal kriegen. Ich weiß nicht, ob ich das auf diesem Bildschirm jetzt sehen möchte. Also rein, damit sie sich dort gründlich umsehen kann. Richtig. Na, wie? Wie steht's mit einem ungefilterten Braindance? Schon mal versucht? Monau, danke für dein Prime. Ich weiß nicht, ob ich das jetzt sehen möchte. Ey, mein armer Cutter. Also, ich habe gerade mit der lieben Reklamedame geschrieben, die gesagt, solange es Teil des Spiels ist, ist es okay. Aber keine Sorge, kommt nichts Schlimmes. Okay. Was meinst du mit ungefiltert? Wie unterscheidet dieser BD sich von normalen? Fabrikfertige BDs. Vorausgesetzt, sie sind von guter Qualität. Speisen dir Gefühle und Eindrücke, die du in der Realität nicht erleben könntest. Aber sie sind für die breite Masse. Hart kodiert, mit Beschränkungen und leicht im Umgang. Aber ein ungefilterter ist eher eine virtuelle Umgebung. Du bewegst dich frei, siehst mehr Details. Danke, Brun, für dein Prime und danke, Mornau, für dein Prime. Danke, Beatbreaker. Die sie trimmen und zum Auspolstern nutzen. Gut, setz dich, mach's dir bequem und wir bringen dich zum Laufen. Okay. Ich weiß nicht, ob ich möchte, dass Leute mir dabei zuschauen, wenn ich virtuell irgendwie in die andere Pforte des Glückes hineinschreite, aber es ist okay. Ich mach das für euch, weil ich weiß, dass ihr es sehen wollt. Los geht's. Was auch immer jetzt auf mich zukommt, bitte verlasst den Raum, es wird unangenehm. Ich zeige euch gleich meinen Skin, ja. Zuerst muss ich dein Wahrnehmungsprofil erstellen. Okay, dann profiliere mich mal. Leg los. Aber sag mir, dass es nicht wehtut. Wird's nicht. Diesmal nicht. Okay, sitz still. Sieh mich an. Ich lass die Analyse laufen. Sollte leicht prickeln. Mhm. Okay, jetzt stellen wir die Optik und andere Wahrnehmungssignaturen ein. Guck geradeaus auf diese beiden Schirme, wie bei einer Augenuntersuchung. Muss ich dieses Kalibrierungsgedöns jedes Mal über mich ergehen lassen? Nicht unbedingt, aber das Warten lohnt sich. Gib mir noch 2 Minuten, dann siehst du, was eine BD-Analyse kann. Noch eine Sekunde, muss die Schmerzrezeptoren blockieren. Uff. Okay, fertig. Ich teste erstmal dein Profil, werfe ein Sample-BD ein. Benutze es, um dich mit allem vertraut zu machen. Okay, mal sehen. Wo könnten wir...
Kann sie nicht meine Aufzeichnung benutzen? Was soll die Zeitverschwendung? Weil es sonst zu gefährlich ist. Dauert nicht lang. Ich habe hier was, das perfekt sein sollte. Los geht's. Oh je. Ich gebe dir erst die zugeschnittene Version, damit danke, du dich orientieren Shadow Girl, für dein Prime. Für deine Stufe 1 ab, danke schön. Modus. Absprung hin. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Eins. Der Plan ist simpel. Keine Stunts, nichts Kreatives. Du gehst rein, holst die Kohle, verschwindest und wir verkaufen den BD an die Psychofreaks vom Studio. Ist klar, ist klar. Und denk dran, sorg für Action. Die geben uns mehr für einen Adrenalinkick. Okay, jetzt ab mit dir. Aha. Ach, das ist eine Gedankensuche von jemandem. Auf den Boden! Hübsch den Boden für mich küssen! Geld her! Los! Sonst mache ich dich fertig! Ich schwör's! Wow! Ja, du! Ich! Jetzt! Ehe ich dir deine Scheißbirne wegpuste! Tief durchatmen. Deine Cortisol- und Adrenalinwerte sind angestiegen, aber die Hormonblocker wurden aktiviert. Du bist gesund und munter. Das war zu viel. Hab alles gespürt. Seine Schmerzen, den Stress, seine Hoffnung. Hoffnung mit irgendwas anderem. Mhm. Wahrscheinlich hat er direkt davor einen Booster genommen. Dir geht's gleich besser. Alles ist bereit. Ich wechsle in den Editiermodus. Krieg noch einen Herzinfarkt. Ich glaube, das ist kein Phasmo. Gib mir ein Zeichen! Oh, es flackert! Hier ist ein Geist! Unterbreche die Verbindung zu den Gefühlsdaten des BD-Machers. Sieh dich gerne um. Die Szene gehört dir. Ah, ich kann dir wahrscheinlich... Volle Kamerakontrolle in Analysemodus. Beweg dich, zoome, tu, was immer dir einfällt. Ah, ich kann hier... Stell dir einfach deine eigene kleine Sandbox vor. Was süß. Okay, Analysemodus. Du steuerst das Playback und kannst bei Bedarf pausieren. Ruf die Konsole auf, um die Pause zu beenden. Versuch es. Der Plan ist sie. Ah, ich kann also quasi hier genau gucken, was ist wann, wie, wo passiert. Was hat er wo, wie, wann an. Und kann dann quasi wahrscheinlich genau gucken, ob ich irgendwelche Details sehe, die nachher wichtig sind. Ist klar, ist klar. Genial, oder? Und das ist noch nicht alles. Du kannst auch vor- und danke zurückspulen, für Bits, Barry. Wie du willst. Probier's mal. Spul zurück. Ganz bis zum Anfang. Ah, okay, das ist schon geil. Da kannst du halt genau Sachen durchsuchen. Super, sehr gut. Jetzt spul mal vor. Der Plan ist simpel. Geist, das nicht fertig. Okay. Du kannst die Aufnahme auch zurücksetzen. So springst du zum Anfang. Versuch's mal. Okay, jetzt geht der Spaß erst richtig los. Dafür bist du überhaupt hier. Im Analysemodus kannst du die vom Aufnehmenden gesehene Umgebung genauer betrachten und sogar scannen. Achte auf die Pistole, die dieser Schwachmat am Anfang von seinem Kumpel bekommen hat. Scan sie. Ah. Der Plan ist simpel. Keine Stunts, nichts kreativ. Du steigst die Kohle bei dir an die Psychofreaks-Studio. Und denk dran, sorg für Action. Die geben uns mehr als einen Kick. Gib dem jetzt gleich noch die Waffe, gell? Okay, jetzt ab mit dir. Genau hier. Ja. Ah, dann sehr kann ich gut, rausfinden. Ausgezeichnet. Machen wir weiter. Jetzt aufgepasst. Im Analysemodus kannst du Geräusche und Gespräche hören, wenn der Aufnehmende nah genug dran war. Die Technologie zeichnet absolut alles auf. Auch Dinge, die der Aufnehmende gar nicht wahrgenommen hat. Um die Quellen der Wahrnehmungssignale zu sehen, wechsle zur Soundebene im Editor. Na los, versuch's mal. Okay, gut. Jetzt solltest du mehrere Soundsignaturen sehen. Ach krass. Such dir eine aus und stell sie scharf. So, hier ist eine. Okay, fahr jetzt ab. Kleine Scheiße. Die Ware sortieren, ich übernehme die Kasse. Nutz mir doch den Schwanz, Alter. Und? Was sagst du? Geil, sag ich. Unglaublich. Ernsthaft. Als wäre ich mitten im Geschehen. Das will ich auch noch scannen. Wie die Aufnahmeimplantate. Sie registrieren alles.
alle Elemente im Hintergrund. Dann passt der Editor sie an und hebt sie hervor. Spiel ruhig weiter mit dem Sound rum. Wenn dir langweilig wird, können wir weitermachen. Eine Schale sortieren, ich übernehme der Kasse. Ach, witzig. Lass mir doch den Zwanz, Alter. Zwei Geschmacksrichtungen im Angebot heute. Curry und... Alle runter! Los, runter! Hopp! Okay. Den Boden! Hüpf den Boden für mich, küssen! Geh hier! Los! Sonst mache ich dich fertig! Ich hüpf hier! Ich schwör's! Okay. Manchmal kannst du extra Ebenen im Rohmaterial analysieren. Aus der Cyberware des Aufnehmenden. Und wie? Eve's Cyberware hat zum Beispiel Kiroshi-Optik mit Infrarotsensoren. Dadurch enthalten ihre Aufnahmen Wärmesignaturen. Ha, nicht schlecht. Du kannst auch Menschen scannen. Geh mal näher an die verletzte Tussi ran. An die verletzte Tussi. Ah, ich kann die jetzt auch scannen. Ach, witzig. Also gut, weiter. Scroll zu dem Teil, wo unser Künstler durchsiebt wird. Oh. Wow, ja, nein, Piano! Ich, jetzt geh ich dir deine scheiß Birne weg, Puste! Hallo an alle! Welche hattest du genommen? City oder Konzern? Ich bin Sweet Kid. Siehst du? Er hat nichts geahnt, als er abgeknallt wurde. Aber du wirst es. Los geht's. Jetzt kommt das Beste. Oh, ich kann's ändern. Siehst du das Flimmerding überm Eingang? Überwachungskamera. Ah. Hat bestimmt den Schuss aufgezeichnet. Siehst du gleich. Kamera ist mit dem Screen hinter dem Kassierer verbunden. Spul zurück an die Stelle, wo er im Sichtfeld des Jungen ist. Jetzt scanne ihn. So, was soll ich jetzt machen? Bildschirm. Sein Chumba hat ihn erschossen. Bestimmt hatte er das von Anfang an geplant. Auf dem Schwarzmarkt hat er sicher einen Haufen Kohle für so ein BD bekommen. Hardcore-BD-Freaks zahlen Unsummen für echte Nulllinien. Okay, wenn du genug gesehen hast, kannst du jederzeit raus. Okay, genug gesehen. Interessant. Boah, also da könnt ihr echt, das wird richtig, richtig krass. Wow. Beeindruckend, oder? Danke, Frau Zero, vor allem die Kusse. Ein Jammer, dass die meisten BDs, die wir hier bearbeiten, nur zum Palmewedeln was taugen. Okay, bist du soweit? Für die Aufnahme? Weiß nicht. Machen wir Pause. Ich fühle mich immer noch wie der Typ, als... Nee, das war's für mich. Wie? Dafür haben wir keine Zeit. Reiß dich zusammen. Okay, okay. Dann mach mal. Muss nur T-Bug dazu schalten. Halt, halt, halt. Wen? Ein Runner aus meiner Crew. Spezialistin für Sicherheitssysteme. Wird mir sagen, worauf ich achten muss. Ist das ein Problem? Damit habe ich sehr wohl ein Problem. Das war so nicht abgesprochen, Evelyn. Judy, T-Bug ist ein Profi. Verschwiegen wie ein Grab. Du kannst dir vertrauen. Warum? Weil du es sagst? Judy, bitte. Danke, Gidex, für dein Prime. Das weißt du. Heute haben wir Benzin und Metall, weil wir heute Cyberpunk spielen. Okay, ruf T-Bug an und wir springen. Das Game ist sehr geil bis jetzt. Vor allem werden wir jetzt danach der Lobby ein bisschen mal die Open World beobachten und anschauen. Hör zu. Ich habe was Nützliches aus dem Compeki Plaza. Ein Braindance. Ein Breakdance. Compeki? Oh, hätte ich mir ja denken können. Ist da jemand bei dir? Judy und Evelyn. Die sind in Ordnung. Sie helfen mir mit diesem BD. Aha, okay. Und sagst du mir, worum es geht? Hör zu, ich brauch dich. Hab keinen Schimmer, worauf ich drin achten muss. Ich sehe mal, ob ich dich führen kann. Verbinde mich mit deiner Tag. Mhm. Jetzt gib mir Zugriff. Öffne Port 1779. Ist sicher. Gut, ich gehe rein. Meine Anfrage sollte bei dir sein, genau jetzt. Hab sie. Bist du soweit? Sekunde. Okay, Verbindung bestätigt. Jetzt nur noch ein temporäres Eis und das war's. Bereit für den Ball. Gib Saft, Judy. Wuhu! Er hat sich seinen Charakter erstellt und da dachte ich, wow, das ist ja ein krass, okay, wie bei Sims. Da musste ich aber leider ins Bett. Süß. Wir müssen rausfinden, wo Yorinobu den Relic versteckt. Oh, warte mal. Oh Gott, das geht jetzt gleich schon richtig ab. Warte mal.
Ah, okay, wer ist denn das hier eigentlich? Wir haben hier auf jeden Fall schon mal... Ich kann ja auch noch nicht raus. Okay, den scannen wir. Holy shit, sieht der gruselig aus. Wenn mir sowas entgegenkommen würde, dann würde ich erstmal schreien. Okay, den haben wir analysiert. Ebene wechseln wollte ich auch noch mal kurz, weil Sound gibt's hier noch nicht. Ich kann man bestimmt gut finden, oder? Hallo, hier ist Luton Mitchell mit euch. Ich kann man bestimmt gut finden, oder? Was? Eine Alarmanlage, ja. Die Arme. Wie diskriminierend. Da ist auf jeden Fall was. Ich sagte nein. Gannon? Scheiße, die Kameras sind neueste Tech. Bewegungs- und Wärmesensoren, FFE. Aber für dich kein Problem, FFE. Oder? FFE. Natürlich nicht. Ich brauche nur Zugang zu ihrem Subnet. Hier ist auch noch nichts. Dafür wird mein Kopf rollen. Dann stirbst du für einen guten Zweck. Ich höre was summen. Belüftung und Kühlung müssen Server sein. So cool, dass für man das alles... Für die Steuerung all der schicken Spielerei. Okay, das habe ich ja schon gescannt jetzt. Aber ich mache es sehr bequem. Ich brauche nur noch eine... Hör bei dem Gespräch zu, Vee. Das könnte wichtig sein. Nur noch sein. Eine Minute. Das Programm ist noch in der Testphase. So können wir es nicht auf den Markt bringen. Das werden wir schon sehen. Bitte, reden Sie mit Ihrem Danke, Vater. Danke, Delix. Dieses Projekt hat sein Interesse geweckt. Er kann Ihnen sicher die Risiken erörtern, mein die mit... Mein Vater ist ein müder, alter Kreis ohne Vision. Er denkt, dass sich nichts ändert. Und er ewig in seiner Eisblase leben wird. Diese Dinge sollte ich nun wirklich nicht hören. Du wirst mir zuhören. Savlo ist ein verwirrter Despot, der jeden Sinn für Realität verloren hat. Und gefangen ist in der uralten Vision einer Welt, die es nicht mehr gibt, die es nie gab. Seit 20 Jahren sind wir nicht mehr einer Meinung. Ich glaube kaum, dass sich das heute ändern wird. Lesen Sie die Berichte. Für den Relic gibt es spezifische Lagerungsvorschriften. Die müssen eingehalten werden. Hast du das gehört? Die Relic-Docs müssen hier irgendwo sein. Sieh dich um. Okay. Reicht. Ich will eigentlich Ebene wechseln. Ah, hier. Es tut mir leid, dass du warten musstest. Geschäftliches kann sehr lästig sein. Seht ihr irgendwas? Hatte nicht mal Zeit, mich zu langweilen. Oh, Hilfe. Ist alles in Ordnung? Du wirkst angespannt, nervös. Ihr saugt an meinen Hals! Dafür bin ich ja hier. Wo ist hier irgendwas? Seht ihr hier irgendwas, was ich scannen kann? Ich scanne das Sicherheitssystem des Apartments. Ich scanne hier gar nichts. Wo denn? Unter einer Bedingung. Du willst du mir Bedingungen stellen? Nur eine. Sieh mich an. Ah, jetzt kann ich was hier oben. Yes, scan, scan, scan. Automatische Geschütze. Neuestes Scannermodell. Ganz schön brutal. Alle Systeme mit dem Server verbunden. Kannst du die abschalten? Extern? Nein. Ich muss erst reinkommen und die Links zum System überprüfen. Du musst am Anfang nochmal scannen. Ah, okay. Hast du was zum Naschen für mich? Das Zeug vom letzten Mal war ziemlich gut. Schlaft sie meinen Nachttisch. Ich habe eine Idee. Bin gleich wieder da. Sehr schön. Aber jetzt komm endlich her. Eine Sekunde. Ich suche nach dem perfekten. Dir gefallen. Ah, kann ich jetzt hier nicht noch irgendwie eine Voice Line machen? Nee. Ah, hier. Geladen und gesichert.
Gut zu wissen. Vergiss das Teil nicht, wenn du da reingehst. Ist auch schon gescannt? Scheinbar ja. Oder? Ah, nee. Der ist in einem speziellen Container mit Temperaturregelung. Der Relic muss gekühlt werden. Also muss der Chip im Froster bleiben. Ja, sonst könnte er beschädigt werden. Okay, aktiviere die Thermalerkennung im Editor. So finden wir eher heraus, wo Yorinobu den Chip aufbewahrt. So, ist das die Thermalebene? Ah, was es nicht alles gibt. Oh mein Gott, ich will das nicht sehen. Ich will das alles nicht sehen! Nein, sie macht seine Hose auf! Thermal? Thermal? Thermal ist blau. Ich muss nach blauen Sachen schauen. Seht ihr irgendwas Blaues? Es ist seine Route! Seine Route ist blau. Warikume, das habe ich vermisst. Dich. Ich weiß. Ich gehe nochmal an den Anfang. Ah, halt. Da sind Thermalis. Jetzt kommt wieder der Geisterspruch ever. So, hier sind die Thermalis. Dort stirbst du für einen guten Zweck. Aber ich. Mach es sehr bequem. Ich brauche nur noch eine Minute. Das Programm ist noch in der Testphase. So, wo ist Thermali? Habt ihr irgendwas gesehen? Wo ist hier was blau? So können wir es nicht auf den Markt bringen. Das werden wir schon sehen. Bitte, reden Sie. Donahue. Scheint, als hätte Mr. Arasaka einen Anlass zum Feiern gehabt. Du meinst doch nicht echt, der ist da, oder? Die Temperatur ist zu niedrig und könnte schwanken. Schreib mich nicht an. Versuch. Ekelhaft, sagen alle. Ekelhaft. Nur ein Edelkühlschrank. Temperatur stimmt nicht mit den Vorgaben überein. Hier findest du nichts. Okay, habt ihr Wärmesignatur. Stimmt mit den Daten in den Unterlagen überein. Na, siehst du? Yorinobu hat den Koffer hier. Garantiert. Mhm, wir haben ihn. Gute Arbeit. Wir haben alles, was wir brauchen. Verlass den Editor. Okay, dann kann ich verlassen. PTCard 90, für dich spiele ich absichtlich nochmal ganz viel Runden mit den anderen. Weißt du Bescheid? Weil mich deine Meinung null juckt. Und die anderen übrigens auch nicht. Hast du alles? Hab genug. Ja. Danke, Judy. Judy! Wir haben alles. Bis dann, T-Bug. Gute Arbeit heute. Wir hören uns bald. Ich werde den Cache und deine Daten löschen. Als wärst du nie hier gewesen. Oh, sehr gut. Lösche alles. So muss es sein. Die ist fesch, die gefällt mir. Die hat auch die gleichen Haare wie ich. Feschi. Danke, Amtra, für 21 für dein Prime. Vielen Dank. Ein tragbares Gerät, um BDs zu bearbeiten. Deine Kalibrierungseinstellungen sind hochgeladen. Nicht so ausgereift wie das, was wir hier haben, aber es sollte reichen. Ich dachte, die hat Türkise. Und du setzt dich keinem Risiko mehr aus. Gut nachgedacht. Apropos Risiko. Wisst ihr, was ich sehe, wenn ich euch angucke? Redende, wandelnde Leichen. Die Aufnahme war wichtig, Judy. Der BD erledigt praktisch den Job für uns. Der BD wird unser Tod sein. Verlass dich drauf. Wenn Arasaka rausfindet, dass ihr ihn habt, seid ihr tot. Und ich auch. Judy, beruhige dich. Das wird niemand erfahren. Evelyn, bitte. Keine Abkürzungen. Bei diesem Spiel gewinnt Night City immer. Sei vorsichtig. Danke, Steffi, für dein Stufe 1 Sub. Vielen Dank. Denk dran. Wir sprechen uns bald. Sekiro, dankeschön. BD? Das ist für die quasi so eine Art virtuelles. So eine virtuelle Satisfaction. Brain Dance. Auch genannt. So, wir gucken jetzt mal, ob wir raus können. B, wir müssen los. Nein, ich will jetzt raus. Ich will raus. Und? Was denkst du? Und was jetzt?
Wie? Erledige den Job für mich. Nur für mich. Kein Aufteilen des Profits mit sonst wem. Keine Mittelsmänner. Kein Dex. Danke, Paddy, für dein Prime. Wenn ich einwillige, wird das ein Höllenritt, ganz sicher. Ich weiß. Aber egal, wie du dich entscheidest, das bleibt zwischen uns. Ich kann dir 50% anbieten. Genug Eddies, um alles zu machen, was du willst. Das wär's für mich. Dex wird mir so ein Ding niemals verzeihen. Allerdings. Es gibt noch andere Fixer außer Dex. Danke, Floppy, für den Stufe 1 für 2 Monate. Bekommst du nur einmal. Ich denk drüber nach. Mhm. Ruf mich an, wenn du genug vom Nachdenken hast. Okay. Viel Glück. Jetzt geh. Ich muss mit Judy reden. Okay. Und ich gucke jetzt mal, wie mein Charakter aussieht. Den wolltet ihr sehen. Wo sehe ich bitte meinen Charakter? Ach, kann ich hier schon auch leveln? Nee, ne? Wo sehe ich meinen Charakter? Bitte hier. Das ist mein Charakter. Fresh, fresh, fresh. Fresh und fresh. Oh, ich kann lernen. Sehr gut. So, sehr gut. Was kann ich noch machen? Nicht genügend. Oh Mann, ich habe nicht genügend. Okay. Ich glaube, jetzt können wir mal ein bisschen Open World feiern. Na klar. Lass dich drauf. Wie sieht's aus, Miss V? Aha. Gestern Nacht um 4. Gina und ich sitzen. Evelyns Aufnahme aus dem Konpacki war die Mühe wert. Wunderbar. Ibak hat schon angerufen. Sie ist schon am Werk. Alles bereit. Es kann losgehen. Was jetzt? Jetzt erledigt ihr euren Job und besorgt uns den Biochip. Wir besprechen den Rest im Afterlife. Im Afterlife. Okay, bin gleich da. Bis dann, Miss V. So geil. Genauso lange Haare. Habe ich mir auch meine grünen. Joke, du weißt einfach, wie es geil muss. So, ich möchte jetzt mal ein bisschen in den anderen Nachtclub. Was gibt's denn da? Ich kann einmal auf die Karte gehen. Wie sieht denn so ein Nachtclub aus? Ist das dann diese Bar? Legende? Journal? Ich muss doch irgendwo... Hier ist die Legende. Schnellreise? Nein. Wir gehen auf die Karte. So. Und dann gehe ich auf die Legende. Hauptmission unentdeckt. Kleidung. Ripper Dog. Joy Toy ist es doch. Da will ich hin. Kann ich nicht zu Joy Toy? Wo ist denn Joy Toy? Seht ihr irgendwo Joy Toy? Oh, jetzt hat sich der Bildschirm hier ausgeschaltet. Ich will zu Joy Toy. Da will ich hin. Der Joy Toy. Verfolgen. Yeah, Mann, Leute. Da fährt man ganz schön lang. Hat es hier nicht in unserem Stadtteil ein Joy Toy? Tatsächlich nicht. Uiuiui, da fahren wir jetzt aber lang. Aber es wird sich lohnen. So, jetzt habe ich erstmal wieder mein Auto. Halt! Nein, das wollte ich nicht. Oh, da ist ja mein Auto. So. Jetzt wird geschaut, wie es alles so aussieht hier. Ich schub's dich nicht. Ich mach dich gleich richtig fertig. Okay. Witzig. Ich glaube, ich fahre hier drunter. Das wird lustig, Leute. Rain drops were falling off my head. Das ist Schminke zwecks des Cosplays, by the way. Übrigens, Leute, ich bin bei am Freitag nächste Woche bei Twitch Rivals dabei für Among Us und ich bin mit Dalukart in der Jury. Yeah! Und das bedeutet, ich werde sicherlich auch Punkte geben für Leute, die nicht so hardcore reinschwitzen. Weil nämlich sonst meine Sorge ist, weil es auch ein Preisgeld gibt, dass die Leute sich umbringen werden. Und ich mag Among Us, ich hasse aber so richtige krasse... Ich mag es nicht, wenn die Leute, mit denen man spielt, auf einmal richtig aggro werden, das Spiel nicht mehr als Spiel sehen. Übrigens auch zu den ganzen dummen Leuten, die hier reingeschrieben haben. Da hat mich noch Mendel angeschrieben und auch Sepp und seine Mods haben sich entschuldigt für alle Idioten, die rübergekommen sind und gemeint haben, dumm zu schreiben. Deswegen auch nochmal meine Community. Danke, Lena, für den Prime. Auch nochmal meine Community. Wenn euch ein Spielstil von einem anderen Creator, der mitspielt, nicht passt, dann schaltet ab. Aber ich will keinen einzigen von euch sehen, der rübergeht und rumnervt. Scheinbar waren auch Leute von mir drüben, die oder scheinbar Leute, die hier zugeschaut haben, die da was geschrieben haben. Das möchte ich nicht.
Also, genau deswegen, wegen solcher Leute habe ich Among Us gedroppt. Diese Tryhards machen das ganze Spiel kaputt. Wie gesagt, es ist Geschmackssache. Es kommen viele Leute zusammen. Manche, die spielen es Hardcore, manche, die spielen es nicht Hardcore. Und deswegen, das ist jedem so überlassen, wie er will. Und deswegen auch nochmal hier, ich habe mit Mental und Sepp und allen schon gesprochen, weil die Community sich einfach nicht im Griff hatten und auch Sepp seine Mods gesagt haben oder von den Pete, sie werden alle Leute blockieren und haben auch alle Leute blockiert, die dumm bei ihnen im Chat geschrieben haben. Genauso werden wir es künftig auch machen. Wer nicht checkt, dass es ein Spiel ist, hat bei mir nichts verloren. So, so viel dazu. Ich meine, ich feiere dich nur eben, weil du Spaß anbringst. Vor allem, ich habe ja letztes Mal gar nicht hart reingetrollt. Ich war einfach nur überfordert, weil ganz ehrlich, bei einem Vlesk, bei einem Dalu, bei einem Mental, ich muss nur fünf Schritte machen und die wissen schon, ich bin Imposter. Ich war fünfmal hintereinander Imposter. Und dann hast du einfach diesen Druck. Oh, was? Ich muss umdrehen. Aber ich wollte doch einen Puff. Dann sollen mal die Leute selber mitspielen, bevor sie immer eine große Fresse haben. Ich hasse solche Leute einfach nur. Ich kann da nicht mehr hin. Warum? Wieso kann ich da nicht mehr hin? Da bin ich doch vorhin hingekommen, oder? Da war ich doch vorhin schon. Wieso komme ich da jetzt nicht mehr hin in den Stadtteil? Strange. Kann ich vielleicht von hier irgendwie rüber oder übers Wasser? Ich wollte jetzt eigentlich hier hin, Mann. Da! In Joytoy. Kann man überhaupt einen anderen Weg nehmen? Geht das? Der zeigt mir halt den Weg an. Mal gucken, ob ich vielleicht, wenn ich hier irgendwo hingehe, einen anderen Weg vorgeschlagen bekomme. Nee, er zeigt mir immer nur diese eine Route. Das ist aber seltsam. War ich in dem Stadtteil noch nicht oder verstehe ich das gerade irgendwie falsch? Hier war ich nun. Ah, guck mal, vielleicht kann ich ja hier irgendwo... Gibt es nur einen Joytoy? Tatsächlich? Nee. Echt? Genau, und weiß jemand, wo Hennos Quest ist? Oder ist es einfach schon die komplette Karte und ich kann da überall noch nicht hin? Oder ist es, weil ich gerade eine Mission am Start habe? Ja, ja, klar dürft ihr das sehen. Es wird schon alles so zensiert sein im Norden. Du sollst umdrehen, hier gibt es nichts für dich. Noch nicht. Ich darf da noch nicht hin. Mann, es ist abgesperrt! Der Bereich ist abgesperrt. Noch. Okay. Hennos Quest war ganz oba. Echt, wo? Komm, wir gehen zu Hennos Quest. Wo war Hennos Quest? Könnt ihr mir das sagen? Wo? Ich will das anhören. Hier oben, das hier. Kann mir jemand sagen, wo Hennos Quest ist oder das? Nordwestlich. Also hier. Das könnte doch sein, oder hier? Gibt einen schwulen Stripclub. Wo? Das sind ja alles nur Bars. Was ist denn das? Verdacht auf organisiertes Verbrechen. Links mit dem Totenschädel, eine davon. Die hier? Okay, dann gehen wir da mal hin. Hoffentlich wäre so witzig. Das wäre so witzig. Nee, nicht der. Sag mir bitte, wo es war. Nee, ich habe noch nicht Anis Quest gefunden, leider. Nee. Weiß jemand wo oder ist es der da unten? Da unten ist auch noch welche. Ich glaube, du musst erst dein Main fertig machen. Echt? Wie dauert die noch lang, die Mission, die ich jetzt machen müsste? Oder wie ist das? Ach, Fragezeichen. Also kann ich sie wahrscheinlich noch nicht machen. Wer weiß, was auf dich wartet, ist Hennos Quest. So, wer weiß, was auf dich wartet, ist Hennos Quest. Da, hier. Da gehe ich jetzt hin. So. Da ist, wer weiß, was auf dich wartet. Ach so, die Fragezeichen-Quests heißen alle so. Etwas nördlicher vom Totenschädel, blau.
Ach so, die Fragezeichen heißen alle so. Ich dachte, das ist der Name der Quest. Hier ist noch, wer weiß, was auf dich wartet. Ist es das? Ja genau, die bei der Pistole ist korrekt. Also die? Oder weiter hoch? Ich sehe gerade keine Fragezeichen. Hier, die da. Oder die neben der Pistole. Hier, die ist es, oder? Yes, geil. Okay, los geht's. Hätte er eigentlich den Sohn umbringen müssen oder hat er das mit Absicht gemacht? Let's go! Ich bin gleich da. Oh. Autsch. Let it go. Let it go. Was für eine Abkürzung. So. Er hat es mit Absicht gemacht. Okay. Weil ich würde mal gerne wissen, was ist, wenn man quasi Gronkh umbringt. Ob Hanno dann auch dazu was sagt. Muss er ja eigentlich. Das fände ich nämlich schon richtig witzig. Ach, die überschneiden sich hier, die Quests. Ups, war aus Versehen. Oh, scheiße, ne? Ich bring dich hoch. Nein, lass mich! Lass mich! Oh Gott, hilf mir, ich muss fahren! Oh Gott, was passiert denn hier eigentlich? Oh, nicht gut. Oh, scheiße, Hilfe! Es ist nicht so einfach, zu Hanno zu kommen. Ich komme! Nochmal. Ich schaff das. Ich mach das jetzt nochmal. So. Moment. Ich fahre jetzt da durch, steig aus und renne rein. Falsche Quest. Echt? War das die falsche Quest? Ist es überhaupt richtig, Leute? Seid ihr euch zu 100% sicher? So, nochmal drüber. So. Muss der gelben folgen. Nee, Leute. Die bla. Oh nein, ich muss der gelben folgen. Oh lol, okay. Hab nichts gesagt. Ich hab auch keine unschuldigen Menschen erschossen. Ist alles in bester Ordnung. So. Let it go. Let it go. Das Nuli, das dreht so durch. So. Natürlich muss ich der gelben folgen. Das wusste ich doch. Was für ein lange. Wie lang muss man da denn fahren, um da hinzukommen? Das arme Auto. So. Oh, wie schön. Ach, guck mal, die zwei romantischen Süßes da. Oh, oh. Ich muss raus. Ich muss raus. Oh mein Gott. Geflirtet wird nicht. Scheiße. Okay. So. Geflirtet wird heute nicht. Jetzt wird gearbeitet. So. Oh Mann, jetzt ist mein Auto weg. Oh oh. Auto? Es waren Schüsse. Oh, da ist eine Drohne. Verpiss dich. Oh fuck, was mache ich da eigentlich? Ist doch ein Sperrgebiet, ne? Oh mein Gott, ich bin so tot.
Einsteigen. Dankeschön. Oh, jetzt bist du dran. Ja, verstehe ich, verstehe ich. Ich wollte deine Partnerin nicht erschießen, aber nervt mich jetzt nicht. Ach, Herr Jemini, das ist ein Sperrgebiet hier. Verdammte Scheiße. Okay. Einfach fahren, einfach fahren, einfach fahren. Ich habe nur 3 Sterne. Egal, ich kann trotzdem zur Quest. Es ist mir scheißegal. Oh nein, ich hab mich verfahren. Hier umdrehen ist natürlich auch total erquickend. So, ist egal, ist egal. Einfach weiterfahren. Lasst mich! Lasst mich in Ruhe! Warum wollt ihr mich alle umbringen? Ich will nur zur verdammten Quest. Steig aus! Warum kann ich nicht aussteigen? Du sollst aussteigen! Sie steigt nicht aus. Mein Fahrzeug ist beschädigt. Du weißt, dass du steigst. Ich will doch nur darüber. Es dürfte die richtige Quest sein. Habe auf YouTube gerade nachgeschaut wegen der Handlequest. Oh. Ich war richtig, ne? Ist aber ganz schön schwer, wenn die mich alle umbringen wollen. Probier's nochmal. Wir schaffen das. Kadetten und Kadettinnen. Das wäre ja gelacht. Das wäre ja gelacht. Das Abenteuer lacht. Gemeinsam mit ihr aussehen. Kommt doch hierher und singt einfach mit. Knulli-Bären hüpfen hier und dort und überall. Sie sind für euch da, wenn ihr sie braucht. Das sind die Knulli-Bären. Oh. Also hier ist Sperrgebiet, sagen die, ne? Da fahre ich jetzt trotzdem rein und hol mir meinen Scheiß. So. Nur auf der Durchreise? Nee, ich laufe da jetzt hin. Ich glaube tatsächlich, dass alles andere mich irgendwie umbringen wird. Hat da gerade jemand gefurzt? Das genau gehört. Oh Gott, der schreckt mich hier, doch nicht so. Ich hab einen eher unschönen Auftrag für dich. Bryce Stone. Dieser Fernsehprediger? Ja. Sein Sohn wurde ermordet. Nee, nee. Um den Mörder zu schnappen, musst du an den Original BD rankommen, der während des Mordes aufgenommen wurde. Nee. Ja, das hast du leider richtig gehört. Mehr Infos schicke ich dir mit. Okay, ich glaube, ich muss da doch außen lang. Ich laufe da jetzt außen lang. Und ich werde die alle umbringen. So, kann ich da rein? Das wäre natürlich super geil. Nein, natürlich kann ich da nicht rein. Ich muss die wahrscheinlich auch alle umbringen, oder? Autofahren in Cyberpunk ist so schwer. Ich finde es auch nicht einfach. Bin ich hier richtig, Kadetten? Daddy und sein Püppchen meinen, sie könnten mir Befehle geben, als wäre ich ein scheiß Köter. Chill mal, Mann. Solange die Eddie stimmen. Ach, und das soll jetzt das Beste von Night City sein? Wenn's dir nicht gefällt, leg dich mit Pat an. Warum schließe ich mich nicht gleich kurz, wo ich schon dabei bin? Dieser Scheißkrach! Gefühl, sie kommen. Oh, Glück gehabt. Oh, der ist doof. Dass der da steht, komme ich vielleicht da so lang? Den will ich natürlich gerne umbringen. Hoffe, ist sonst niemand. Der wird mich sehen, oder? Ja. Oh. Verpisst euch! Ich laufe da einfach durch. Rein da. Rein in die gute Stube. Rein in die Stube! Ich gehe nicht in die Stube! Hello! Hacken und schneiden! Oh fuck, das ist viel zu schwer. Holy shit, wären sie da hinten gewesen? Waren sie da hinten? Nein!
kann es sein, dass sie da hinten gewesen sind? Okay, ich bin hier, das ist gut. Ich hab einen eher unschönen Auftrag für dich. Bryce Stone, dieser Fernsehprediger? Sein Sohn wurde ermordet. Um den Mörder zu schnappen, musst du an den Original BD rankommen, der während des Mordes aufgenommen wurde. Ja, das hast du leider richtig. Danke, Noah, gehört. Vielen Dank. Mehr Infos schicke ich dir mit. Wo sind denn diese scheiß Kameras alle? Hier. Kann man die hacken, die Scheiße? Ah, okay. Uff, das ist nicht ein. 55? 55, dann muss ich ja hier eh drücken. 55. Yes. Wenn's dir nicht gefällt, leg dich mit Pat an. Warum schließe ich mich nicht gleich kurz, wo ich schon dabei bin? Hast du den gesehen? Oh, oh fuck, jetzt wird oh nein. Ich hab nichts gesehen, ist alles gut. Hä? Wen juckt denn jetzt die Tiefenschärfe? Hacken und schneiden! Ja. Oh Gott! So, okay. Oha. Ich will doch nur surviven! Wo ist Hanno? Oioioioioi. Sterbet! Bitte! Oh nein, ich hab keine Mühle mehr. Hat schön wehgetan, was? Boah, das ist zu hart, ne? Man kann die kaum schaffen. Geht die Muni aus! Lass das los! Mann! Nein! Ich bin so lost. Bitte sterb einfach nur. Sterb, stirb, 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 stirb. Oh Gott, ich brauch Muni, ich brauch Muni, ich brauch Muni, ich brauch Muni. Oh Gott, da kommt noch so viel mehr, ne? Das hört einfach nicht auf. Das ist echt die Hanno-Ding. Hab getroffen! Hat schön wehgetan, was? Uff, 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 uff. Nur noch einer oder zwei. So, komm her, du Sack. Lass das los! Oh, ich nehme jetzt eine von denen, von deren Waffen. Oh, oh, oh. So, ich hoffe mal, dass da jetzt auch der Hanno drin ist. So, ich würde mal gerne die austauschen. Ich weiß nicht, ob die besser ist, aber wir gucken einfach mal. Nee, tatsächlich nicht, die ist viel besser. So, und was haben wir hier Feines? Wir haben doch hier schon noch 1000 Waffen, die viel besser sind. Je, 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 je. Okay. Wir gehen da jetzt rein. Und es wird eklig werden. Danke, Gnufol. Vielen, vielen Dank. Sind die zwei Typen, die sitzen sie vorne und sich reinziehen. Okay, ich bin gespannt. So. Kommen da noch welche? Ich glaube nicht. Hier vorne ist auf jeden Fall noch jemand. Kann ich die dumme Ding da oben kaputt machen? So. Sind sie das? Genau da. Ja! Kurz bevor er... Klar, Junge. Hanno, Max. Hanno, Max und Gronkh, ich hab euch gefunden. Ach, die schauen sich gerade Pornos an. Aufwachen, okay. Gentlemen. Was ist hier los?
Security! Zu weit weg, um uns zu hören. Immer mit der Ruhe, okay? Wir tun und verkaufen nur. Wir drehen nichts davon, wirklich. Was ist das hier, euer kleines Familiengeschäft? Die Leute kaufen, wir verkaufen. Geschäft ist Geschäft. Suchst du nach was Bestimmtem? Weißt du, wenn wir es nicht tun, dann tut's ein anderer. Ah. Willst du was richtig hardcore-mäßig sehen? Wir geben den Leuten da draußen nur, was sie wollen. Das ist alles. Okay, was mache ich jetzt? Sie sind da draußen, wollen euch umbringen. Könnt ihr noch mit mir reden? Ach, muss ich die jetzt mitnehmen, oder? Muss ich mit denen jetzt das Gebiet verlassen? Ach du Scheiße. Wir verwenden den Drop, okay? Sie liefern, wir holen ab. Das war's, ich schwöre. Ach, wie geil. Okay. Lass das los! Ich töte den noch. Wir sagen keinem, dass du da warst. Wir schwören's. Ich muss jetzt erstmal den Typen hier erledigen, der bringt sonst nämlich euch um. Das sind noch zwei. Muss ich die rausholen? Komm, mach die Tür auf. Mach die Tür auf. Auf. Oh mein Gott. Ach du Scheiße. Na! Trixel, danke für dein Prime. Nein. Lass mich dort bitte wieder starten. Lass ich mich nicht gleich kurz, wo ich schon dabei bin. Fuck my life. Von jetzt wird gemordet. Oh nein, verdammte Scheiße. Das gibt es doch nicht. Verdammte Scheiße. Ich wollte die doch gerade schlachten. So. Ich will es jetzt schaffen. Haufen Schlappschwänze! So, haben die schon die geilen Waffen hier im Start? Nee? Ja, nix. Werde aber nicht. Gib mir deine scheiß Shotgun. Was ist halt? Guck mal, geht's dir eigentlich noch gut? Ach, oh. Mann, verdammte Scheiße. Das ist ja keine Muni mehr. Super. Ich bitte deine Waffe ganz schnell. Und zwar ganz schnell. Bitte, danke schön. Schnell, nimm dir doch. Nimm doch. Warum kann ich mich nicht heilen? Ich kann mich nicht heilen, ne? Ah, ich brauche mich gar nicht heilen. So, ich hol mal kurz deren Waffen. Weil es reicht mir jetzt. Heilige Scheiße, ich war so nah dran. So, warte mal, wo ist denn hier die geile Ding hier? Schottgewehr. Auf jeden Fall, Mann. Jetzt wird richtig schön weggeballert hier. Oh, Scheiße. Das hat mich gut im Fall anlassen. Haltet sie fern! So, weg damit. Auch gerne. Was ist denn das immer für eine Scheiße hier? Arsch. So, weg damit. So, und die anderen Arschlöcher können auch gleich nochmal reinkommen. So, jetzt holt ihr also die ganzen geilen Waffen hier. Uff, 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 anstrengend. So. Ich muss mich gar nicht heilen. Okay. Ach, ich habe zu viel Zeugs, dann werde ich auch langsam. Ach, Herr Jemine, man muss auch Sachen aus dem Inventar rausschmeißen. Das hat mir keiner gesagt. So, die nehmen wir auf jeden Fall auch noch. Die ist gut. Und was hat es hier noch so Feines? Oh, hallo. Gibt es hier noch irgendwas Gutes? Oh, die ist ja gut. Nee, ist sie nicht. Hm. Kann ich auch ein paar Sachen rausschmeißen? Ich habe alles doppelt und dreifach fallen lassen. Wie lasse ich das fallen? Moment. Ich glaube, da muss ich einfach nur drauf drücken. Halt. Die hier. Achso, lasse ich die einfach alle fallen. Mann! So. Okay. Ich bin nicht bereit. Tanzen wir!
Aber ich glaube, das ist in Ordnung. Ja. Okay, die Bastarde da unten würde ich gerne noch... Dankeschön, Kessir Cat. Dankeschön für den Prime. Boah, das ist richtig hart, die Scheiße. Ne? Schnell, 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 ich muss mich heilen. Warum heilt sie sich nicht mehr? Seht ihr das? Ich kann mich nicht mehr heilen irgendwie. Ah, jetzt. Ist irgendwie gerade gehangen oder was? Okay. Soll ich die Arschlöcher unten noch kurz umbringen oder wie mache ich das jetzt am besten? Ich habe ja auch nicht mehr viel Muni. Also, ist jetzt die Aufgabe, die beiden rauszubringen oder was ist jetzt genau die Aufgabe? Nur mal so gefragt. Oder muss ich die umbringen? Cut. Genau da. Kurz bevor er... Da, Junge. Sonst fühlt sich an, als würde man ein Kissen abstechen. Aufwachen, Gentleman. Geil. Was ist hier los? Security! Zu weit weg, um uns zu hören. Immer mit der Ruhe, okay? Wir tun und verkaufen nur. Wir drehen nichts davon. Wirklich. Was ist das hier, euer kleines Familiengeschäft? Die Leute kaufen, wir verkaufen. Geschäft ist Geschäft. Suchst du nach was Bestimmtem? Weißt du, wenn wir es nicht tun, dann tut's ein anderer. Willst du was richtig hardcore-mäßig sehen? Wir geben den Leuten da draußen nur, was sie wollen. Das ist alles. Muss ich die jetzt befreien oder kann ich sie umbringen? Okay, Kronk und Henno, ich weiß nicht, was ihr hier in meiner Welt macht, aber es gefällt mir nicht. Und da ich letztens bei Henno gesehen habe, was passiert, wenn Henno umgebracht wird, würde ich mich natürlich sehr interessieren, was passiert, wenn wir Kronk umlegen. Hast du sonst noch irgendwas zu sagen? Die kommt zu uns und wir stellen keine Fragen. Hast du sonst noch was zu sagen? Ich werde deinen Vater platt machen, denn wir wissen alle nicht, was du für eine Tonrolle da noch dann sprichst. Und vor allem kennen wir deinen Satz nicht. Ob es dich berühren wird, Henno, oder nicht. Wir haben alle keine Ahnung, aber wir wollen es wissen. Es tut mir leid, Kronk. Ich schaue deine Videos sehr gerne, deine Streams, aber nicht die in dieser Leute kaufen, Welt. Wir kaufen, wir verkaufen. Geschäft ist Geschäft. Es tut mir leid! Papa! Warum? Warum musstest du ihn umbringen? Ich tue alles, aber bitte lass mich leben. Oh, Henno! Henno, so kenne ich dich ja gar nicht. Oh, armes Hennolein. Oh, es zittert. Och, der arme Henno. Aber das war... Ja, jetzt kennen wir Hennoslein. Henno, ich lasse dich am Leben, mein kleines... Mein Schmollibär. Aber nicht in meiner... So, das war die Rache für COD. Oh, herrlich. Ich höre dich, schon die ganze Zeit. Na dann komm doch, du Pisskopf. Ich mach dich platt. Ich sehe die Bade. Kannst aber nicht durch Wände schießen, du Arsch. Ich habe eure zwei Chief Masters mitgebracht. Das hat mir sehr viel Spaß gemacht. Was ist da nicht los mit dir, du Sack? Oh. Ach, das ist die dumme Maschine, die mich vorhin gebracht hat. Ach du Scheiße. Nein! Nein! Aber es geschieht mir recht, Leute. Es geschieht mir recht. Ich habe es verdient. Ich bin ehrlich. Ich habe Kronk und Henno getötet. Wie konnte ich nur? Aber ich finde... Es ist ein sehr geiles Game. Ich habe 8 Jahre darauf gewartet. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Wenn ihr die ersten 3, 4 Quests gemacht habt, habt ihr die Möglichkeit, die Open World tatsächlich zu betreten. Ich gehe davon aus, dass je nachdem, was ihr dann für Quests oder Hauptstories macht, schalten sich neue Teile der Stadt frei. Es gibt ja quasi den unteren und es gibt zum Beispiel noch so einen schickibicki-reichen Bereich. Super cool. Ja. Ich werde es auf jeden Fall weiterspielen. Ich hoffe, euch hat es auch gefallen. Schreibt mir gerne unten in die Kommentare, wie ihr es so findet. Lasst einen Hufi nach oben da. Und wir sehen uns in den nächsten Videos. Und ich sage wie immer danke fürs Zuschauen und ade mit e. Es war wie immer wundervoll.